Also, hopp, 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 in der letzten Folge hat Graban bewiesen, dass in der letzten Folge hat Graban bewiesen, dass es von mir absolut sinnvoll ist, auf sein Darmverhalten ist nicht richtig. Rektalhygienisches Verhalten immer wieder aufmerksam zu machen. Denn es könnte ja mal wichtig werden. Weiterhin Vorbereitung für das Camp zum endgültigen, was auch immer er davor hat, bitten sollte. Und er scheint ja auf jeden Fall einen richtig guten Plan zu haben. Also da die Vorbereitung, Jojo-Auskundschaften als Vögelchen und dann schließlich Graban, der sich sagt, aber jetzt muss ich ihn einfach abknallen. Aber immerhin Vendetta. Viel Spaß und bleib geil. Piu, piu. Achso, okay. Also. Jetzt passiert nacheinander folgendes. Scheiß auf Inni, die sind ja erstmal noch ein bisschen vielleicht aus dem Häuschen. Das erste, was passieren wird, ist, dass ein riesiger Troll mit großen Schritten vor den Typen rennt, die Ellbogen vor sich ausstreckt. Das sind natürlich Cyberarme, weil einfach Trolle Cyberarme haben sollten. Und daraus fährt eine Art ballistischer Schild hervor. Mit dem kauert er sich quasi hin, sodass er den Typen einigermaßen abschirmt. Und dann ist noch viele andere Sachen, die du nicht genau siehst. Ja, irgendwas ist so in... Der reagiert aber verdammt 200. Na, der war super schnell, der war übermenschlich schnell. Der muss Wache gehalten haben, sonst wäre er halt gar nicht in seinem... Also gar nicht draußen gewesen, aber der war verdammt fucking schnell. Und irgendwas in so 300 Metern vor dir passiert, aber du kannst es nicht genau erkennen. Da müsstest du halt eine einfache Handlung, Wahrnehmung machen, weißt du wie? Und du willst ja viel lieber schießen auf den Troll, der bestimmt mit seinem ballistischen Schild viele Köpfe eingeschlagen hat. Von Unschuldigen, so wie du. Ich meine, weil die böse sind. Yeah. He's a maniac, maniac. Warte. Vendetta! Das macht wirklich Spaß. Ich habe 2 Erfolge, nein. Ich muss natürlich schießen, klar. Bei meiner Vendetta, aber ich kann nicht mich einfach zurückziehen, obwohl es lebensgefährlich ist. Dann schieß mal auf den Troll. Du bekommst +1 euer großes Ziel. Das hebt quasi deinen Malus auf. 5 Erfolge. Oha. Sind 16 Schaden PB-1, warte. Das schluckt der. Da zuckt der definitiv. Das ist ein gottverdammter Troll. Er hat halt einfach mal ein ballistisches Schild, also. Du durchdringst es. Aber das ist cool. Ich durchdringst es und... Nee, ich kann es nicht durchdringen. Er hat eine Panzerung von 33. Pass auf, wir spielen nicht in dieser bekackten Regel, ne? Das weißt du. Achso, und das gilt, also er würde theoretisch nur geistigen Schaden kriegen, aber so einen Scheiß haben wir noch nie gemacht. Achso. Tödlich ist tödlich. Also, du triffst ihn und er zuckt zusammen. Junge, ich hab ihn getroffen! Es gibt mehr Aufregung und jetzt kommen langsam, Leute innerhalb deines Sichtfeldes hin. Ein paar haben Schilde, ein paar nicht. Ein paar gehen in Deckung, ein paar nicht. Und die Drohnen bewegen sich ungefähr auf deinen Quadranten zu. Außerdem hörst du, wie weitere Drohnen gestartet werden. Außerdem hörst du, wie die Hunde laut bellen und irgendwie ja, von der Leine gelassen werden. Ich hab das gerade mal geätscht, dass ich mich zurückziehen kann. Das hab ich 3 Ach so. Ach so. Zurückziehen. Ja. Na dann, wenn du so vernünftig bist, meiner, mit dem Edge, dann darfst du sogar nochmal Wahrnehmung würfeln. -2. Auf Sicht? Ja. 3 Erfolge. Easiest game. Pass auf. In so 300 Meter Entfernung oder 200 oder 400, an ungefähr, du siehst es an 3 verschiedenen Stellen, graben sich kleine spinnenartige Drohnen, die sind so kein Vergleichsobjekt. Die sind einen
Viertel Bierkasten hoch und einen halben Bierkasten mit ausgefahrenen Beinen groß. Und die haben sehr viel Sensorik angebaut und die bewegen sich wild in der Gegend herum. Okay. Ja. Die haben, so wie es aussieht, keine Bewaffnung. Easy. Ja, ich lass mich vom Baum runtergleiten, sodass ich halt nicht mehr ganz so exponiert bin. Weißt du, was du hast? Freifall geschenkt. Du liebst, dass ich das hab, oder? Na klar, Mann. Ja, Freifall ist das Beste und Wichtigste, was ich hier gesteigert habe. Ja. Hättest du jetzt einen Fuß verstaucht, wie hätten das ausgesehen? Eben. Ähnlich, als hätte ich mir in die Hose gekackt. Ich würde sagen, wie ein brauner Fleck an der Hose. Ganz schön beschissen. Stimmt. Scheißtag für Karwan, würde ich sagen. In die Hose gekackt und dann einfach umgebracht. Mann, manchmal geht alles schief. Und das in die Hose gekackt, das ist definitiv das Schlimmere. Ja. Juri wird's rumerzählen auf deiner Beerdigung. Und dann hat er sich in die Hose eingeschissen, Junge. Was für ein Lappen. Und dann haben die den natürlich extra deswegen umgebracht. Genau, die Hunde haben's gerochen. Scheiße. Wollten an deinem Arsch riechen. Ja, Alter Sau, du. Ich würde mich quasi von diesem Grund fernhalten. Ist das ein geordneter Rückzug oder ist das ein Hals-über-Kopf-Rückzug? Da ich mich jetzt ja beherrschen kann. Ja. Und es ist ja auch schon genug Touren passiert, denn ich habe zwei Leute verletzt von denen. Uiuiui. Ui, ui. Einfach den Troll zurückzucken lassen. Ja. Der Junge. Wird sich das nochmal überlegen. Genau. Seinem Kumpel zu Hilfe zu kommen. Richtig. Scheiße, ist das in die Hose gegangen. War nicht vorherzusehen. Niemals. Das könnte ja auch nie in die Hose gehen, wenn man sich einer Söldnergruppe nähert. Die Vorbereitung war stimmig. Natürlich war die stimmig und ich habe mich natürlich auch voll darauf eingelassen. Easy. Ich war ja noch in der Vorbereitungsphase quasi. Ach so, ja, ich ziehe mich also quasi, ich mache einen Bogen, bevor ich zu unserem Lager zurückkehre. Um das ist halt, aber nett von dir. Um warte sie mal halt kurz. Nicht auf das... Ah nee, sprich weiter. Also ich weiche um sie nicht zu ihrem Lager zu führen, meinst du ja. Ja, ich weiche natürlich den Drohnen aus. Würde durch diesen Fluss gehen, den... Hat Julian einen Fluss entdeckt? Nö. Mist. Habe ich auf der entdeckt? Karte ist einer verzeichnet, aber das ist halt ein verdammt großer Bogen. Also ich meine, du meinst natürlich einen Fluss und keinen Bach, weil den Bach kannst du lange warten, bis du deine scheiß Spuren abgewaschen hast. Ich brauche nur eine Wasserspur, das reicht. Na dann. Also ich muss halt quasi durchs Wasser laufen, halt, damit die Hunde nicht riechen, dass da noch was ist. Weißt du? Ich weiß schon, dass du das wegen den Hunden machst. Also ja. Wenn es genug Wasser ist, dass ich halt... Ein Bach wird vermutlich... ist der Umweg nicht zu groß. Ja, dann, ne, Bach und so... Ja. Tapa, da so versuchen durchzulaufen. Warte mal, Intuition plus Spurenlesen plus 1. Ui! Ja, so ein Bach ist Matsch und, ne, ich weiß. Nee, ich hab dir jetzt plus 1 gegeben. Wegen des Bachs. Mensch. Ach so. Ja. Intuition und Naturgruppe mit der Spurenlese plus 1. Ja. Ein Erfolg. Ich hab heute richtig geil Glück. Macht er etwa die Jojo? Vielleicht sollte so. Ich irgendwann mal das Würfel übernehmen. Ich hab kein Edge mehr. Aber also immerhin drei Erfolge, ja? Drei Erfolge, ja. Jo, also ich kann dich beruhigen, Kaban. Also Daddy, einer in der Gruppe würfelt noch gut. Danke. Also ich meine nicht dich. Das war mir schon klar. Du machst einen Bogen und kehrst zum Lager zurück. Naja, ich würde mich quasi... in diese Ausfall, in diese zweite Sicherungsdings, wo habe ich es ja gemacht, zurückziehen. Ja. Ja. Du bist da. Gut, werde ich verfolgt. Ach nee, anders. Ob du verfolgt wirst, schwer zu sagen. Achso, du hast doch hier Taktik keiner Gruppen, ne? Mhm. Naja, die werden ja dort irgendein Ziel haben. Vermutlich wird es mit dieser Maschine zu tun haben. Also es ist wichtig, die zu schützen. Und dann ist es wichtig zu gucken, welcher verfickte Wichser versucht hat, die einfach zu bumsen. Und wie viele Wichser das sind. Und wo die sind. Das heißt, du musst natürlich schon irgendwie ein oder zwei Spähtrupps kleinerer Natur irgendwo hinschicken. Dafür hast du ja Hunde. Richtig. Und Drohnen. Eben. Und tot. Eben. Deswegen bin ich ja durch den Fluss und so weiter und so fort.
Das heißt, die werden hoffentlich nichts finden, richtig? Weißt du nicht. Du hast alles Menschenmögliche getan, damit sie dich nicht finden. Wisst ihr, was ihr nicht mitgenommen habt? Geruchsverdeckende Zigaretten. Zum Beispiel. Die wir sogar hätten. Aber ich glaube, die standen nicht in der Ausrüstungsliste. Nee, stimmt. Ach ja. Ach so, Jojo darf mal Edge würfeln. Bin gerade am Überlegen. Nein, Kaban würfelt ab jetzt für mich. Das hatte ich Fünf. festgelegt, also wird es so sein. Du kannst gern zurückrudern. Nein. Fünf Würfel sind es. Ein Eine Erfolg. Folge. Normalerweise komme ich besser weg, wenn er würfelt. Wenn ich gewürfelt hätte, hätte ich wahrscheinlich keinen Erfolg gehabt. Das Würfeltool funktioniert. Hast du doch gefaked. Ich kann das so gut fake mit meinen Skills, Boy. Nee, ihr habt keine Wi-Fi-Verbindung. Ich meine, dieser Stützpunkt, wo du jetzt bist, der ist ja ein bisschen weiter von eurem Lager weg, ne? Hattest du vorhin gesagt, glaube ich. Easy, okay, dann habt ihr keine Matrix-Verbindung. Zueinander, meine ich. Ja, das hätte ich jetzt auch vermieden. Definieren ein bisschen weiter. Ein paar hundert Meter auf jeden Fall. Vielleicht nicht auch 2, 3 Kilometer? Das hätte keinen Sinn, weil er gesagt hat, er will den anderen euren Punkt hier noch in Sichtweite haben. Genau. Also, Und ich verdammt. will da auch schnell ausweichen können, wenn das Lager überrannt wird. Also du überrannt wirst, Jojo. Ja, danke. Naja, die Spur führt ja erstmal zu mir. Das Lager ist in Sichtweite. Ja, super gut abgetarnt. Super gut abgetarnt. Was? Super gut abgetarnt. Na, wenn du das sagst. Ja, total. Juti. Super. Wie lange willst du denn so chillen? Also ich werde erstmal auf jeden Fall meine Waffe nachladen, werde, ne, eine Easy. Gürtelrast Alles eindrehen cool. und sehe ich dann halt quasi Drohnen, die dann über uns hinwegfliegen oder sowas? Weil die würden ja eine Parametersicherung machen, also. Nee, siehst du nicht. Super. Vielleicht hast du noch keins mehr, ne? Nee. Judy, na dann ist eh egal. Ah, das ist geil. Gut. Jojo, mach So. mal Wahrnehmung minus 1, das sind. Wahrnehmung sind 7, also 6. Hast du Sichtverbesserung? Ja, ich glaube, guck mal eben in meinem Charakterbogen. Ich habe es dazu geschrieben. Unten bei der Ausrüstungsliste. Ach, bei der Ausrüstung. Hast du nicht. Ich dachte, ich hätte mir welche gekauft. Moment, hast du jetzt nicht im Auge irgendwas? Was hast Aber denn du im keine Auge? Sichtverbesserung. Was hast du denn im Auge? Restlicht und Blitzkompensation. Okay, dann ergibt das ja nicht. Hast du nicht bloß Sichtvergrößerung, Infrarot und Smart Blink. Tja, weil du ja unbedingt Kontaktlinsen willst und keine coolen Goggles. Tja. Tja. Nee, dann sind das hier, was hast du gesagt? Sechs Würfel. 6. Alter, Ja. Kaban. Alle safe. Gib mir mal ein Edge. Was ist los mit dir? Lass mal, würfel mal meine Edge-Würfel nach, bitte. Also mit SRE meinst du? Ja. SRE5 oder was? Ja. Danke! Sechs Ich Erfolge! vergesse immer, dass wir das auch Easy. können. Na, bei dir lohnt es sich einfach nicht so sehr oftmals. Bei mir Weil lohnt du es sich einfach. größere Grundpools hast und einfach nicht auf Folge nachwürfen bei dir oftmals sinnvoller ist. Weil du weniger Edge hast. Aber wenn ich sowieso 5 Würfel hab. Nee, bei dir lohnt sich das sowieso öfter. Also. Alter, Entschuldigung, wenn ich das nur sage, aber der Kunde von mir bestellt um 8 Uhr heute Abend, also vor 2 Stunden, gerade was. Und der fragt mich, ob er mit einer Lieferung und Installation bis morgen rechnen kann. Und du hast ihm gesagt, es ist Schwein, ich sterbe Ich gerade. lese gerade die E-Mail. Es geht Will hier er um mich Leben und Tod. verarschen? Sagst du nö. Ich will es gar nicht wissen. wo war ich jetzt? Sauerkirschen, du wolltest uns gerade gehen lassen, weil wir Jojo, fünf unwahrscheinlich böse. Erfolge. Jojo. 6 Erfolge. Jojo, sechs Erfolge. Aus Himmelsrichtung XYZ. Und? Nee, anders, pass auf. Ich lege das jetzt einfach fest. Nordosten nähert sich eine Gruppe von Metamenschen sowie ein Hund. Nordwesten nähert sich Drohnen sowie Metamenschen und kein Hund. Sie scheinen sehr leise und vorsichtig zu agieren in einem Forst, der ihnen wohl bekannt ist. Kaban, alle safe. Läuft. Okay, also auch wenig Zeit, also Kram da Na lassen. Moment, sag mal. Nee, du hast sechs Erfolge. Wenig Zeit ist einfach nicht wahr. Okay. Das bedeutet, sie wird das Zeugs erstmal mitnehmen, das
den Technikzeug, das Technikzeug, das Wichtigste. Warte mal kurz. Ich habe Jojo übrigens über unsere Safe-Position eingeweiht. Ja, aber sie kann dich ja von eurem Dings dort nicht sehen, ne? Das ist richtig, aber sie weiß diese Punkte, wo wir uns hin verkriechen können, wenn irgendwas passiert. Ja, aber sie rechnet erstmal nicht damit, ehrlich gesagt. Wenn die jetzt schon ausschwärmen, rechnet sie nicht damit, dass du da bist. Nee, das ist aber richtig, aber du könntest dich da verstecken, weißt du? Ja, sie will aber erstmal weg. Ich glaube, das bekommst du alles sogar mit. Okay. Inklusive deiner Waffen. Das ist nämlich alles nicht unendlich groß. Okay. Also ich meine, Zelt und so ein Scheiß ist ja klar. Das lässt sie stehen. Nahrung, Saufen, alles dort. Aber der andere, pff, easy. Das Einzige, was sie vielleicht mitnimmt, ist eine kleine Flasche Wasser. Aber, Ja, okay. Und das schnallt sie sich auf den Rücken und zischt erstmal ab. Juti, mach doch bitte mal Fertigkeit plus Attribut. Welche? Welches? Was? Wie? Ja, ja. Was? Wann? Wo? Wir nehmen... Wie ist denn dein Rückzug? Weg, weg und Spuren verwischen, sehr schnell weg. Ah, Panik! Also, da es mir nichts bringt, wenn ich Hals über Kopf abzische und ich offensichtlich noch genug Zeit habe und zur Not einfach alles liegen lasse und mich verwandeln kann und abfliegen kann, wenn alles schief läuft, dann, verdammt, dann hätte ich keine Klamotten. Naja, egal, die kann ich in der Kralle mitnehmen. Auf jeden Fall... In der Kralle nimmst du sowas von nichts außer noch Schlüpfer mit. Das ist wahr. Auf jeden Fall erstmal Spuren verwischen. Also so, dass sie mich möglichst nicht verfolgen können oder dass sie mich möglichst nicht sehen, auch wenn ich nicht ganz so gut daran bin. Intuition minus eins. Was? Wäre das nicht beschatten? Das wäre Spuren lesen, finde ich gerade. Okay, dann mach mal bitte 3 Würfelkabern plus Edge. Also 8 E, ne? SRE, bitte. SRE 8. Danke. 6er Folge. Ja, sicher. Das ist das kleine Stadtmädchen, was keine Ahnung hat. Hehehehe. Die ist so naturverbunden, weil sie 2 Minuten dem Elf zugehört hat. Hättest du auch mal machen sollen. Die Baumkuschlerrunde hat sie mitgemacht. Plötzlich. Alles wird dir klar. Ach so, das geht so. Okay, du bist richtig weit weg und du hast alles perfekt verwischt. Kaban wäre stolz auf dich. Juti, der findet mich nie. Ja, eben, Kaban findet dich. Weißt du noch, dass das Ding ist, hier mit dem Hunde-Diebstahl-Run, da hatte Kaban euch beiden noch gezeigt, wie man das macht, indem man sich durch den Wald verdrückt und dann Spuren hinter sich verwischt. Und du machst es perfetto. Genauso wie er es mir gezeigt hat. Der wäre ja wirklich stolz auf mich. Ja, hätte er selbst noch dran denken können. Hässliches Schwein. Das ist zwar gerade ein bisschen assi, was sie macht, irgendwie gefühlt, aber sie hat einfach... Zurückgebliebene müssen zurückgelassen werden. Und Kaban ist zurückgeblieben. Nee, das hat bei damit... Bei dem Würfelwurf auf jeden Fall. Das hat damit wenig zu tun, aber ich glaube, das ist einfach, weil sie eh keine Verbindung zu ihm hat und das erstmal so gefährlich ist gerade. Gucken, was jetzt Sache ist, kann sie dann immer noch. Okay. So, Kaban, mach mal bitte Schadenswiderstand. PB minus... Warte, oh, das hätte ich mal vorher gucken müssen, das tut mir sehr leid. Die schießen auf dich? Nee, die schießen auf dich. Die sehen mich doch gar nicht. Naja, die haben sich angeschlichen und du hattest 0 Erfolge auf Wahrnehmung, weißt du noch? Ich hatte einen Erfolg, aber... Nee, ich habe gewürfelt für dich. Ach so. Ja, heim, damit du nicht weißt, ob jemand kommt, verstehst du wie? Ah, dann erinnere ich mich. Und dann habe ich Jojo würfeln lassen und du hattest eh keinen Edge mehr. Warte, PB ist lächerlich minus 2. Wie war das noch? Wie viel hatte ich? Ich hatte unwahrscheinlich viel. Ja, du hast Consti plus 1 wegen Cyberware plus 12. Minus 1. Plus 2 wegen Panzerung, wegen Knochen. Achso, plus 2 war das ja genau. Verzeih. Und Consti plus 2, also 7. Dann habe ich ja nur noch 19. Taka. Alter. Oh. Ich verreck hier einfach, Alter. Wir haben gerade echt Rollen getauscht. Warte mal kurz. Das erste waren 4 Erfolge, ne? Das erste waren 4 Erfolge. Ja. Naja. Wie viel körperliche Schadenskästchen hast du so? Nicht allzu viele. 13, kann das sein? Konsti. Müsste genau hinkommen. Also 8 plus Konsti halbe, ne? Ja. Aufgerundet. Dann habe ich 14. Aber du weißt, dass deine Knochen da nicht mit reinzählen. Richtig. Dann habe ich 13, habe ich gesagt.
Sehr schön. Also du wirst von etwas getroffen, von einem Schuss, um genau zu sein. Und der geht quasi durch die Rippen und verfängt sich zum Glück im zweiten Lungenflügel. Also dort eher in den Rippen. Du wirst einfach direkt weggefuckt und du merkst, wie dein Körper sich langsam runterfährt. Du hast genau noch ein Schadensgässchen. Du weißt nicht genau, woher der Schuss kommt. Ich habe keine Granate, oder? Habt ihr Granaten? Ich glaube nicht. Ihr habt das höchstens den Machina-Scheiß. Das wäre jetzt der Moment, wo ich eine Granate zünden müsste, theoretisch, und alles in die Luft springe. Ich finde das immer einen ziemlich dämlichen Move. Du hast noch deine Flashback-Drohne. Ja. Stimmt. Ich zünde meine Flashback-Drohne. Damit die mich nicht sehen. Augen zu und durch. Ich zünde meine Flashback-Drohne, damit mich niemand sieht. Naja, also wenn die Drohne da reinstarrt, ist die Drohne mit ihren Sensoren genauso überlastet. Naja, ich weiß. Also easy, ja. Du hast ein Flashback gezündet. Noch irgendwas? Das ist ja eine quasi freie Handlung, so ein... Nee, eine einfache Drohne Handlung. Befehl geben ist eine einfache Handlung. Einfache Handlung. So, ja. Deckungswechsel. Die weiß schließlich, wo ich bin gerade eben. Mhm. Ich weiß nicht, wo der Gegner ist. Also Deckungswechsel. Ich würde losspringen in die nächste. Ich weiß ja, wo die nächste Deckung ist. Ich habe mich hier ja aus. Oh Gott. Ja, ja. Oh Gott, Alter. Jo. Keine Ahnung. Mach mal Reaktion, Intuition und weil du alles so vorher schön ausgekundschaftet hast, kriegst du. Ach, du hast ja einfach mal todesmäßige Abzüge, ne? Ja. Du hast eigentlich -4, du bekommst nur -2. Wup, wup, 3 Erfolge. Tja, du siehst ja, was ich hier gewürfelt habe. Lass mich das abkürzen. Sperrfeuer. Das ist nicht so schön. Nee, das heißt, du wirst es nicht bis zur Deckung schaffen und musst dich auf den Boden werfen, um nicht getroffen zu werden. Ja, dann tue ich das doch. Beauty. Nicht getroffen werden ist besser, als getroffen zu werden. Ich glaube, das war von Sophokles, ne? Keine Ahnung. Jo, du bist quasi safe vom Deckungsfeuer. Du liegst halt leider bloß mitten im Wald auf dem Boden rum. Ist ja erstmal überhaupt kein Problem. Dann müssen wir nur noch mal kurz gucken. Jo! Ja, damit bin ich dann wohl. Es würfelt noch gut. Du darfst noch mal Schadenswiderstand machen. Wieder Pipi minus 1. Minus 1? Dann habe ich ein bisschen mehr. -2. Hast recht. 6 Erfolge, ich hatte 5 Erfolge, heißt, du bist tot. Tja, ich verbrenne dann mal Edge. Was soll man da machen, also? Nee, keine Ahnung, nicht kannst du sagen. So eine scheiß Vendetta halt, ne? Naja, ich habe heute auch endlich mal so gewürfelt, wie sie es für einen Spieler da gehört, und du hast so gewürfelt, wie sie es für einen Spieler gehört. Wie sie es für Jojo gehört. Du hast für mich mal so gewürfelt, wie es sich ab und zu mal für mich gehört. Okay, kannst du nächstes Mal für mich würfeln? Das ist so romantisch, Kinder. Mir wird ganz warm. So, ein Schuss der Liebe trifft dich in die Lenden. Nein, das wäre fies, du bist tot. Also du merkst einfach nur schnell, da schlägt irgendwas in dich ein, du bist einfach weg. Ja, yeah, ist klar. Jojo, du hörst Schüsse, 2 und ungefähr 100 Millionen andere in erklecklicher Entfernung hinter dir. Ach du Scheiße. Das endet nach, weiß ich nicht, warte. 6 Sekunden wenigstens? 4 Sekunden. Okay. Sie... Verpiss dich, tschüss. Gaban, war schön mit dir, aber du weißt schon, wir hatten ja besprochen, dass ich mich dann, ich muss Weihnachtseinkäufe... Ich besorge dann mal ein Geschenk für Freya. Du hast zwar jetzt keinen Freund mehr, aber hier herzlichen Weihnachten. Schöne Weihnachten. Hier hast du ein Dildo. Das ist ein Abdruck, ein Wachsabdruck von Karl-Heinz Schwengel. Ich habe ihn exakt nachbilden lassen. Ich weiß ja, wie er aussieht. Oh. Und dann darfst du Edge verbrennen, weil du tot bist. Ich glaube nicht, meiner. Ich glaube, Freya verbrennt Edge. Wahrscheinlich. Leider hat sie keins. Schade. Also, Jojo, hast du irgendwas vor oder denkst du dir, der Weg, den du einschlägst, ist genau der richtige? Der, mit dem ich überlebe. Also, ich sag mal, der Überlebenweg klingt im Augenblick gerade erstmal gut, denn das sind sehr viele Schüsse und sehr viele Leute und sie hat gesehen, wer da auf der Pirsch ist. Juti.
Und sie kann ihm gerade einfach nicht helfen. Nee, kannst du auch nicht. Ich... Und sie ich hab mein Leben geopfert, eigenes... um dich zu retten. Moment, Freundchen. Stimmt. Ja, ich höre da. Sie Obwohl, wird... hast du gar nicht. Sie wird erstmal, dass sie irgendwie die Sachen irgendwo, was weiß ich wie, verstaut. Naja, das, was du an Elektronik mitgenommen hast, ist nicht schwer. Also das kann man schon durchaus durchhalten. Im Kampf kannst du dir es, ich meine, du hast es erstmal kurz vor Schnaufpause, kannst es dir so an den Gürtel machen, dass du den Gürtel dann einfach irgendwie aufklicken kannst mit so einem Karabiner, dass er einfach runterfällt und dann rennst du halt, wenn es nötig ist. Aber so ist das Zeug nicht so schwer, dass du damit nicht wandern kannst. Auf der Hinweg war viel schlimmer wegen Zelt und so einem Scheiß. Okay. Dann guckt sie, dass sie jetzt irgendwie zurückkommt. Das wird wahrscheinlich teuer werden, aber sie wird jetzt erstmal die Typen anrufen. Die muss ja weg. Jo. Du machst dich auf den Weg? Ja. Ungefähr. Ach, keine Ahnung, wir machen das einfach so. Das ist euer Ernst, oder was? Ungefähr, das können wir nicht machen. Ungefähr eine Viertelstunde später, scheiß drauf. Hörst du, Rotorengeräusche? Und zwar, wie heißen die Dinger gleich? Senkrechtstarter, vertikal. Hubschrauber. Dingsmaschinen. Siehste. OTUL. Ich glaube, die Dinger meine ich. Einfach diese Vektorschub fucking Viecher. Und zwar keine Drohnen, sondern so kleine Mannschaftsflieger. Hinweis, yes. Die meisten so an kleinen Flughäfen verwenden immer noch so Cessna-Scheiße oder so normale Flugzeuge. Das ist halt schon eher better stuff, ne? Genau, die fliegen in Richtung des Söldnerlagers und dann hörst du so 5 Minuten später einfach nur der Tod prasselt dort nieder. Was dort passiert, muss, glaube ich, Krieg sein. Übrigens, auf diesen Dingern steht selbstverständlich, dass es Flugzeuge der Moloch-Klasse sind. Das heißt, die sind richtig dick. Richtig. Oh, sehr geil. Richtig dick gepanzert und die haben Kanonen, wenn die einschlagen, dann kracht's. Sehr geil. Er hat sich dran erinnert. Bist du bescheuert, na klar. Der Molochwirker, aber für mich die Riesenadler. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ah, sehr cool. Ich nehme an, du machst dich trotzdem weit auf den Weg. Ja, muss ja. Sie. Mach mal Stärke und... Nicht Konsti? Stärke und Konsti. 5 Würfel. Ja. Ah, Moment. Ah, nee, nur Schadenswiderstand, ne? Vergessen, okay. Schon gut. 5 Würfel. Richtig, Körper? Ich muss ja für dich würfeln. Ich hab so quasi in den Todesmodus geschaltet, Entschuldigung. Also, du kommst, es sind immer noch einfach mal 8 Kilometer, ne? Um Gottes Willen. 1,5 Stunden? Hä, 8 Kilometer? Wir sind doch nur 2 Kilometer von dem Typ, von dem Ding. Entschuldigung, es waren nur 2 Kilometer. Alle safe, was hat man gesagt? 30 Minuten. Nee. Dann mal 20 Minuten. Dann mal 15 Minuten. Du bist da. Das ist so schnell. Okay, ich dachte, du sagst jetzt ungefähr 2 Stunden. Das hätte ich noch sogar erwartet durch den Wald. Bei 2 Kilometern durch den Wald trotzdem nicht. Außerdem hast du 2 Erfolgespaschen. Also insgesamt 1/2 Stunde brauchst du. Juhu. Also 1/4 Stunde, nachdem dort hinten Krieg war. Okay. Sie horcht erstmal, was da jetzt ist. Mach mal Wahrnehmung und Intuition. Mach mal 7 Würfel, bitte. Hast du auch keine Audioverbesserung? Ich habe einen selektiven Geräuschfilter. Na, das ist ja quasi eine Audioverbesserung für coole Leute. Ach so, na, wenn das geht und ich dann das ganze oder den ganzen Nerv. Das hat ungefähr 5 Minuten gedauert. Okay, dann blende ich das aus, was am nervigsten und abdingsesten gerade ist von mir. Naja, du kriegst 3 Bonuswürfel, passt schon. Dann kriege ich 3 Bonuswürfel, dann bitte 10 Würfel. Ja. Okay, Dort hinten detoniert was? Das ist keine übermäßig krasse Detonation, aber du hörst sie halt schon noch ganz gut. Du merkst jetzt auch keine Vibrations oder sowas. Und auch keine positiven Vibes. Und dann drehen die einfach wieder ab. Also die fliegen dann in eine andere Richtung weg. Okay. Mhm.
Du meinst also, ich hätte vielleicht sogar, könnte dann noch mal kurz gucken gehen, ob ich vielleicht doch noch irgendwas finde. Jo, Überlebende, die dich gern töten würden. Wahrscheinlich. Aber ich kann Kaman eigentlich auch nicht da zurücklassen. Das kannst du nicht, aber du bist jetzt einfach mal diese 2 Kilometer zurückgelaufen zu dem Horchposten. Das hatte ich übrigens vorhin vergessen zu erwähnen. Von dem Baum aus ist das mit dem Glasfaserkabel im Baum quasi noch ein ganzes Stück weiter, bis es dann Wi-Fi sendet, ne? Also das ist nicht von dort Wi-Fi im Wald, das war ja auch ziemlich bescheuert. Heißt? Na, das heißt A, dass man deinen Standort quasi nicht zurückverfolgen kann, wenn man dich jetzt abhört. Und das heißt B, dass du dort auf jeden Fall eine gute Verbindung kriegst. Okay, ja, sie ruft auf jeden Fall schon mal an. Vielleicht hat sie dann noch Zeit. Die werden ja eine Weile brauchen, bis sie da sind. Okay, pass auf. Es klingelt dreimal. Ihr müsst einfach eine Schaufel nehmen und eure Kacke im Wald vergraben. Dann ist auch nicht so eklig. Was? Na, ich dachte, der Campingausflug ist jetzt schon zu anstrengend, gell? Nee, vorbei. Ich bin gerade noch. What? Yo! Die Rückfahrkostenerstattung fällt flach. Das kostet. Du hörst im Hintergrund so Vektorschubgeräusche. 2K. Wie lange brauchst du, bis du hier bist? Über eine Stunde. Alles klar. Ich fahr. Oh Gott, das müssen wir anders machen. Ich hol euch direkt ab von dem Baum. Okay, dann ich guck mal, ja, okay. Kann auch länger dauern. Ich melde mich, wenn ich nicht kommen kann. Das heißt, du solltest irgendwie das Ding hier eingestöpselt lassen. Das ist schwierig. Ich muss nämlich gleich noch mal kurz weg. Aber ja. Ah, Gott. Na, dann entweder du wartest und ich komme und du Ich. hast Glück, oder du steckst es manchmal ein. Ja, genau so wird's laufen. Piep. Judy. Sie verwandelt sich normal in einen Vogel. Sie ist ein Vogel Packt und die frei. Sachen erstmal irgendwie, versteckt sie so ein bisschen. Ja, ach, was verstecken musst du jetzt nicht würfeln, aber den Vogel. Den Vogel. 5 Würfel Den sind das, ne? Vogel, ja. Der Teilfolge. Jo, Force 2 nehme ich an, den Zug darfst du Ja, auch ja. noch. Ach, Ach, bitte. zwei Folge. Jo, also hast du jetzt deine 3G voll. Das ist doch schon alles ein ganzes Weilchen her. Ausruhen. Im War Wald. da, war da. Ja gut, Kaba hat ein ziemlich gutes Lager gemacht. Mal kurz. Jo, die sind weg. Okay. Also hast du nur ein G. Sehr schön. Dann hättest du auch überhaupt nicht würfeln lassen müssen. Du fliegst rüber, es ist anstrengend und dauert. Also, Moment, wo fliegst du hin? Zu deinem Na, Lager? also sie guckt erstmal, sobald sie irgendwie den Anschein von Drohnen oder irgendwas anderem sieht, dann ist sie erstmal, sie ist auf jeden Fall vorsichtig, Du siehst aber. den Anschein von Drohnen. Okay, sie versucht den Drohnen irgendwie erstmal auszuweichen, Jo, aber. die Drohnen benehmen sich so, als hätten sie keine Befehle. Okay, das ist schon mal prinzipiell nicht schlecht. Also nicht mal such und töte oder nur such, sondern einfach nur flieg. Am besten Okay. an einer Stelle. Sie guckt jetzt tatsächlich mal die Safe Places ab, die Karman gemacht hat. Weil jetzt ergibt es Sinn. Jetzt kann War sie da es tun. erstmal Wahrnehmung und das andere? Mitsehen. Hat sie jetzt Abzüge? Nö. Okay, dann 7 Würfel bitte. Was ist dein Erst mentales Limit? 6. Cool. Guck mal, das sind die 6 Erfolge, die du für uns gebraucht hättest. Oh Mann. Man muss sich echt gelohnt haben, Daddy für dich würfeln zu lassen. Ja, es hat Weißt sich. du, das Ding ist, er hat immer richtig fett gewürfelt. Richtig fett. Dann hat er noch für dich mitgewürfelt, er hat für euch beide richtig gut gewürfelt. Aber du hast ihn jetzt einfach ausgezehrt. Du bist so ein Ja. richtiges weibliches Succubus-Ding. Richtig. Das ist einfach kaputt gewürfelt. Sehr schön. Ich muss mein ganzes Glück auswürfeln. Ich habe deinen Lebenssaft ausgesaugt. Was war das letzte? Sperma. Ah ja, genau. Und auf jeden Fall siehst du in unweiter Entfernung einen Typen, der versucht wegzukriechen. Der ist nicht angeschlagen. Es ist auch nicht Kaban. Der ist nicht angeschlagen, aber eher dieses Kriechen wie seht mich nicht. Und er sieht auch aus, als seine Waffe hat er verloren, jedenfalls seine große, seine Handfeuerwaffe hat er noch. Und er macht sehr viel, er sorgt sich wohl sehr darum, dass er nicht entdeckt wird. Sie will ihn auch nicht entdecken.
Du hast ihn aber entdeckt. Ja, aber sie lässt ihn in Ruhe. Sie will ach, das meinst du? Na klar machst du das. Was willst du ihm auch machen? Ihm die Augen auspicken? Ja, ich habe eigentlich jetzt gerade keine Rachegelüste ihm gegenüber. Jeep. Kack ihn auf den Kopf. Also, ich weiß nicht. Kack ihn auf den Kopf. Nein, ich möchte ihn nicht auf den Kopf scheißen. Hinterher schießt er mich, weil er wütend ist. Ich will unentdeckt bleiben. Nee, sie möchte eigentlich nicht den Typen finden, sondern sie möchte gucken, ob sich Kaba noch irgendwo bedingst. Ach so, ja, Kaban. Es ist eine relativ offensichtliche Stelle, eine in der Nähe zweier eurer Dingster-Punkte, wo einfach Bäume sehr durchsiebt sind. Da könnte man zum Beispiel gucken. Dann guckt sie da. Und dann ist da so eine riesige Bluchlache. Da liegt da so ein Ork drin, aber das kann nicht Kaban sein, der sah anders aus. Der wirkt immer irgendwie lebendig und schön, aber der hier, der wirkt ziemlich durchlöchert. Ich verschöne. Dann. Die Atmung dann ist in folgender Form aktiv, so gut wie nicht. Dann, der andere Typ ist aber jetzt weiter weg, ja? Ja, ausreichend weit. Okay, und dann landet sie quasi und guckt, dass sie ist jetzt nackt, aber das ist Wurst. Sie hier stabilisieren vielleicht mal kurz so. Kaban, wie viel Sense hast du? Schöne Antwort. 2,5 oder sowas war das doch. 2,5. 1,5, Alter. 2,5. Ich bin doch fast menschlich. Minus 2 nur. Okay, aber ich habe Heilen auf 3, also das wären 5 Würfel. Ich kriege theoretisch minus 2, aber ich habe ja noch Edge. Ja. Dann kann ich mal bitte mit 8 Würfeln SRE 8 bitte, Kaban. Ich habe 2 Erfolge. Ist stabilisiert? Also er ist stabilisiert, das Ding ist nur, bei dem Blutverlust. Stabilisieren heißt ja vor allen Dingen, dass lebenserhaltende Systeme erhalten werden. Ein Gehirn, zumindest das Großhirn, braucht keine Sau, das weiß man ja. Du meinst, ich sollte vielleicht nochmal kurz versuchen, ihn zu heilen? Keine Ahnung, Alter, wenn das Blut produziert. Ich fürchte, ich werde nochmal ganz kurz gucken müssen, dass ich ihn irgendwie heile. Hast du überhaupt noch Edge? Ich habe noch 2 Edge. Heile. Ja. Ist nicht nur noch 1? Nein, ich habe 2 Edge. Die ganzen Erfolge gerade waren einfach so. Naja, stimmt, so war das. Na dann hier selber mal los. Ach Moment, vielleicht hast du ja auch noch Entzug. Vielleicht ist ja, es bitte ja mal 8 Würfel kammern. Nö. Was hast du denn gewürfelt? 4 Erfolge hat er. Jo, stabilisieren hat eben übelst lächerlichen Entzug, sehe ich gerade. Ja. Juti, dann Heilung. Heilung, Force, okay. Force, naja, damit ich ihn überleben lassen kann, muss ich overcasten. Moment, überleben tut er auch jetzt schon. Ja, überleben, ohne dass er Gemüse wird. Hey. Ich dachte, du machst Gemüse. Ist Gemüse. Mhm. Aber das begrenzt ja auch nur die Erfolge, die ich maximal haben kann, ne? Jo. Force 3. Bitte noch einmal SRE 8. Ja, mit E brauchst du sowieso keine. Also. Stimmt, wenn du Edge benutzt, dann hast du theoretisch überhaupt keine Force. Was stimmt, echt das ziemlich recht lächerlich ist. Ja, doch, ist für den Entzug wichtig. Ja, aber dann könntest du theoretisch. Also, ich bestimme, dass du bitte trotzdem Force reinnimmst. Ja. Aber du darfst mehr als 3 Erfolge dann einbringen. Ja. Das heißt Simsalabunte. Alter, 6 Erfolge. Jo. Aber es hat geklappt. Er überlebt. Das Simsalabunte Heilewunde hat geklappt. Ja, ist nicht schlecht. 8 Würfel bitte nochmal. Jo, was hat man gesagt? Force 3, dann hast du jetzt nochmal 2G. Heißt, K. Du bist jetzt bei 3G. Ach, K. Na, dann bist du jetzt. Da hast du wenigstens keinen Abzug, ist doch schön. Hm? Es batschert dich weg, weil du nimmst ja jetzt diese geile Energy und kanalisierst die in seinen scheiß Körper rein, ne? Ja. Damit da ordentlich was ausgestopft wird. Und die Cyberware, die nimmt einen Teil der Energie, macht die richtig chaotisch, wirrwarrig, scheißig und lenkt die einfach in dich zurück. Batsch. Autsch. Mhm. Und du weißt ja, gegen Strom und so ist immer anstrengend und ach nee. Okay. Nicht schön. Dann werde ich jetzt. Und du hast jetzt einfach mal so viel geheilt, dass er nicht nur überleben wird, dass sein Gehirn auch erhalten bleibt und dass er fast bei Bewusstsein ist und sicherlich in den nächsten 20 Minuten zu Bewusstsein kommt, was nicht heißt, dass dieser Mann sich gerne bewegen möchte, dann.
Ja, das heißt, sie kann ihn jetzt zumindest kurzzeitig mal wenigstens in die Richtung levitieren, in die wir müssen. Naja, du darfst es ja nur noch mal würfeln. Mindestens Force 2. Ja, Force 2, 5 Würfel bitte. Alter. Oh. Nummer 8 hinterher, ne? Bitte nochmal 8. 4 Erfolge. Ich guck grad. Müsste hinkommen. Keine Ahnung. Wo steht das denn alle? Manipulation. Das weiß ich selber. Das war eher so ein dummes Selbstgespräch. Was war's? 4 Erfolge? Ja, easy. Easy, Kaban erhebt sich sanft in die Lüfte. Dabei passiert Folgendes. Erstens, da kommt einfach nochmal. Es tropft halt nicht nur so ein bisschen, weißt du? Es fängt einfach übelst an, auf dem Boden zu suppen. Zweitens, naja, also ich meine, sein Gewehr erhebt sich nicht mit. Obwohl, doch, das Gewehr hat man vermutlich in so einer Schlinge, wenn man Jäger ist, das sehe ich sogar Richtig. ein. Aber die Maschinenpistole erhebt sich nicht mit. Die hätte ich auch nicht mitgenommen. Hä, die hast du doch mitgenommen. Ich habe gesagt, ich Die nehme mal HK. Jagdgewehr mit. Und die HK. Nee, Ja, das habe aber ich nicht die mit. ist noch am Lager. Die hat Julia Richtig. Ach nicht mitgenommen. so, im H. Ach, die auch. Na gut, okay. Alles Die safe, das hatte ich schon vorhin. war zu schwer. Nee, ich dachte, er hat vorhin seine HK und das Jagdgewehr mitgenommen. Nee, Alles ich hätte safe. nur ein Gewehr mitgenommen. Alles. Ach, na dann, wie jetzt denn? Ich schieße auf den, ich habe 8 Kugeln. Nee, ich habe 4 Kugeln, damit werde ich den richtig fertig machen. Ich habe ein paar mehr Kugeln als das, aber das ist Ja, ich okay. weiß, aber ich habe 4 Magazin. Das meinte ich doch. Ich kann schnell nachladen. Jojo bettet ihn auf Rosen und wenn seine Gedärme rausfallen, dann stopft sie sie zurück. Das leider auch nicht. Obwohl, doch, hinten könnte. Nee. Schade auch nicht. Ein Stück Rippe guckt halt noch ziemlich eklig raus und ein paar Splitter hängen ihm dann da irgendwie noch rum. Vom Rippenfleisch. Sie drückt mal kurz drauf. Jo. Nein, nicht wirklich. Sie tippt es nur an. Jo. Gaban, du bist in einem tiefen schwarzen Nichts. Aber langsam löst sich das schwarze Nichts. Ein dumpfer, unendlicher, widerlicher und abscheulicher Schmerz durchfährt dich in diesem dumpfen Nichts. Bisher Ich war alles schreie. na, nur in deinem Traum. Was Bisher so? war wenigstens nur alles dumpf und komisch und pulsierend, aber das war einfach richtig behindert. Derjenige, der es gemacht hat, der verdient eine Vendetta! Ah, sehr gut. Ihr fällt dann auch auf, dass es vielleicht eine dumme Idee war. Ach so! Naja, sie war kurz neugierig, hat sich das angeguckt und hat kurz drauf gedrückt. Da guckt was raus, was sonst nicht zu sehen ist. Wie fühlt sich das wohl an? Könnte sich eventuell gut angefühlt haben. Jojo will auch mal einlochen, du weißt schon. Sie war einfach nur neugierig. Du levitierst ihn zurück. Es ist einfach turbo anstrengend. Glaube ich. Ja, denn du musst dich konzentrieren, du musst ihn durch Bäume und Gebüsch durchmanövrieren und du musst den Weg heute zum 15. Mal laufen. Und du hast jetzt noch geistigen Schaden. Du bist Körperlichen dann. Schaden. Ja, den hast du jetzt auch noch. Du bist dann aber irgendwann beim Lager. Also bei dem Dings. Sie zieht sich an und stöpselt mal kurz das Ding rein. Jo, ist nicht. Okay. Dann guckt sie, dass sie Kaban irgendwie verbindet. Jetzt nicht auf Dings, aber so, dass er wenigstens nicht tropft. Das war nett von dir. Du bist also nicht Erste Hilfe. Na, Erste Hilfe kannst du, glaube ich, sowieso nicht mehr würfeln. Nee, Erste Hilfe kann sie nicht mehr würfeln. Es geht Und mir auch nur Medizin darum. hast du nicht. Du bist nur halt fluffmäßig das irgendwie. Ich nehme Ja. Desinfektionszeug und dann nehme ich da so eine Binde und dann kombiniere ich das geschickt. Ich nehme Desinfektionszeug, desinfiziere mir kurz die Hände, schütte Desinfektionszeug über die Wunden und kippe, mache eine Binde darüber. Kaban. Das passt so gut. Bekommst ganz langsam wieder ein Stück Bewusstsein. Unendliche Schmerzen sind in deinem Körper. Irgendwas passiert. Die Schmerzen sind unendlich Quadrat. Du kannst nicht mal den befreienden Aufschrei des Schmerzens tätigen, denn dein Körper und vor allem deine Lunge sind dafür gerade nicht geeignet. Das ist schön. Aua.
Du darfst aber ein bisschen stöhnen. Das ist wenigstens einigermaßen hilfreich. Oh. Nee, warte. Oh. Oh, scheiße. Jojo, guck dich nur an. Halt die Schnauze, du tropfst noch. Oh, das tut weh. Fresse halten. Wir werden gleich abgeholt. Ja, ich spuck ein bisschen Blut, ne? Nee, mit Spucken ist nicht viel, weil da müsstest du so alles anstrengen. Und du hast auch... Doch, du hast theoretisch Blut in den Atemwegen. Doch, du hustest ein bisschen Blut. Das ist einfach das Schmerzhafteste, was in deinem Leben je passiert ist. Läuft. Es war schmerzhafter als das Doppeldate. Ich überlege gerade. Das Moment. Kann nicht sein. Schmerz, hier Schmerzdingens widerstehen, bla Gedönse waren... Ist auch ein Heilzauber. Na, dann ist sie mal nett. Warte. Ich muss nur kurz gucken. Also ich weiß, dass der Entzug müsste ziemlich lächerlich sein. Jo, du heißt Erfolg, also du heißt nicht, sondern du nimmst halt ein Schadenskästchen gefühlt weg pro Erfolg, den du hast, und der Entzug ist halt Schadenskästchen minus 3. Und das ist ein permanenter Zauber, bis er neuen Schmerz bekommt. Also bis du nochmal auf die Idee kommst, und was passiert, wenn ich hier drücke? Ja, sie beschaut ihn sich neugierig und widersteht aber diesem Drang. Ist das dein Ernst? Ja. Ich habe ein Monster geschaffen. Und dann legt sie trotzdem die Hand auf dich drauf, Kaban, das könntest du merken. Das tut mal kurzzeitig weh. Und dann, lieber Spielleiter, oder nein, lieber Kaban, gib mir mal nochmal 5 Würfel Force 3. Force 3? Ja, warum denn nicht, wenn der Zug so lächerlich ist? Jo, du kriegst halt einfach mal Force 3, kriegst halt einfach mal trotzdem jetzt 1k. Echt jetzt? Natürlich. Ich dachte, Schadenskästchen durch minus 3. Jo, und das wäre 0. Und der Mindestentzug ist immer 2G oder 2K. Und ich habe 2... Erfolge, achso, dann kriegst du 0K. Na, hast du doch recht, weiß ich doch. Alle, halt mal die Schnauze! Wusstest du doch schon alle. Für mich gewürfelt, ja, ne? Hab ich. Okay. Nee, du hast ja recht. Kaban? Mhm. Der dumpfe, unendliche Schmerz ist ein dumpfer, unendlicher Schmerz minus 2 geworden. Nee, du hast schon eine Erleichterung. Das Ding ist halt nur, du bist halt übelst dämmerig. Blutverlust und alles. Und atmen ist halt übelst ungeil. Das Problem ist, wenn man sich einen Arm bricht, vermeidet man es, diesen Arm zu benutzen. Wenn man vermeidet, seine Lunge zu benutzen, führt das zu Komplikationen. Ich merke das. Mindestens nach 30 Sekunden. Hast du eigentlich so ein... Hast du nicht, ne? Nee. Steht er auf der Liste? Ja. Jetzt schwimmt es hier. Das ist sowieso meine Lieblings-Cyber-Bär mit. Das Tor ist das Geilste. Ja. Wenn du merkst, dass du deine eigenen Eingeweide aufsammeln musst, ich musste das schon, Anmerkung am Rande, dann bist du dabei. Da hast du Spaß. Perfekt. Ich mich einfach so lange weggetasert, bis ich einfach mal weggeblubbert bin. Ich hatte starke Verbrennung. Cool. Von Wenn Taser. Sich dein Blut dann langsam vergiftet durch die Taser, das ist aber das Beste. Es war schon ein bisschen widerlich. Siehst du, ich bin human. Ja, Jojo stöpselt sich dann auch wieder ein, also wenn die wieder da sind. Ja, wartet noch lächerliche 2 Stunden. Ja, Jojo kann nichts tun. Dann kommt er mit einem Kollegen und 2 Buggies angefahren. Folgendes Problem. Kaban. Mhm. Und Buggy ist auch eine Kombination, die man jetzt nicht machen möchte. Die kommen angefahren, der sieht erstmal Kaban. Scheiße. Jo. Hi. Also, die Rückfahrkosten sind 3k, ne? Ja, sowas dachte ich mir schon. Entschuldige, guck sie dir das mal an. Wir haben nicht so viele Wege jetzt und ein geringes Zeitfenster und den kann ich ja wohl jetzt kaum auf den Buggy setzen. Das weiß ich, das war vorhin noch nicht absehbar, den habe ich gerade erst gefunden. Oh. Wie viele Leute sind hier noch unterwegs? Ich glaube nicht mehr viele. Na, dann haben wir vielleicht noch ungefähr 1 Stunde, bis der Aufräumtrupp kommt. Jo. Wir landen jetzt auf. Jo. Er wird mit seinem Kumpel anpacken. Oh, alter Mann, ist der scheiße schwer. Oh, nicht so.
Fresse halten, Karma. Hat er bekackte Knochen? Also du weißt schon. Ja. Sie heben ihn auf einen Buggy. Das aufrechte Sitzen gehört zu einer dieser Sachen, einer jener Sachen, die du nie wieder tun möchtest. Mhm. Du verlierst anständigerweise nach der Hälfte der folgenden Fahrt das Bewusstsein. Bis dahin sind es Höllenqualen, die einfach jeder Beschreibung spotten. Jojo. Buggy müsste man sich auch mal holen, das ist übelst geil, du kannst da übelst entspannt drauf sitzen. Ich meine, du musst jetzt hinten sitzen, nee, du bist natürlich ein kleines Mädchen, du musst vorne sitzen und der greift so schön um dich rum und so, ne? Jesus, hasst sie wie die Pest. Ja, aber da kannst du nichts gegen machen. Ich weiß. Und, na, es ist ein bisschen holprig und so, aber das Ding ist ja gut gefedert und durch den Wald heizen, also durch so Waldwege, macht schon ziemlichen Spaß. Echt geil, Kaban würde man jetzt nicht sein, aber naja, du warst ja erst vor kurzem Kaban quasi, von daher ist alles safe. Sie ist extremst angespannt. Das ist durchaus richtig. Freut mich auch. Kannst ja noch eine Pille einwerfen. Und... Mhm. Nach, was hatte ich gesagt, eine Stunde Fahrt? Kommt ihr dann erstmal in so einem, na? Dingens. Safe House. Zwischenlager. 3K kostet die Rückfahrt. Niemand hat gesagt, dass sich jemand behandelt auf dem Weg. Auf jeden Fall kommt ihr dann an so einem kleinen Parkplatz, also größeren Parkplatz an, wo halt übelst viele solcher Lastwagen sind, wo da halt nur die du weißt schon, hinten die Lagerwagenabteil Dings da stehen. Die Anhänger. Huh, das war anstrengend. Anhänger sind so schlimme Wörter. Hehehe. Und daneben ist dann auch so ein Zug, also so ein Bahnhof, der halt nur ein Güterbahnhof ist, der aber quasi nicht besetzt ist, nur automatisiert. Dort kommt ihr an. Dann wird man Kaban erstmal in so einen scheiß Anhänger hinten reinlegen. Dann wird man ihn notdürftigst behandeln. Das ist nicht von denen. Keine Angst, aber das habe ich doch schon so schön getan. Naja, aber die werden gucken, dass es so bleibt. Ja, das sehe ich völlig ein. Ja, ne? Ich meine, jetzt so eine Infektion ist ja nicht so das Problem, außer man hat ein schwaches Immunsystem. Ach, welcher Idiot hat denn sowas? Keine Ahnung. Gibt es denn irgendwas, was Jojo noch tun kann, um Kaban diese ganze Sache etwas angenehmer zu tun? Ja, du kannst mal bitte Wahrnehmung würfeln sehen. Blowjob ist immer gut. Du hast leider kein Blut mehr dafür übrig. Die Idee finde ich aber sehr schön. Bitte 7 Würfel. Drei Erfolge. Kaban hat einen offensichtlichen Durchschuss, wie gesagt, im Oberkörper, da bei der Lunge, und einen anderen, der durch den linken Oberarm auch in seinen Oberkörper gegangen ist, das ist quasi stecken geblieben, aber hast du halt rausgeheilt, so. Nee, hast du nicht, hast du zugeheilt, muss also eh noch rausgeschnitten werden, aber das war ja eh klar, dass an dem die neue Hand legen muss, aber auf jeden Fall ist dabei auffällig, dass auch eher leicht, aber nur ganz leicht, aus seinem Anus blutet. Aha. What the fuck, Alter? Ist bei den Verletzungen, die er hat, nicht zwingend, ne? Da, dem misst sie jetzt keine Bedeutung bei, Gott weiß, wo da noch irgendwelche Kugeln irgendwie, was weiß ich nicht, was sind. Sie kann jetzt nichts tun. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber sie hat es registriert und wird es seinem Doc, zu dem sie ihn dann bringt, sagen. Die Wunden, die du bisher versorgt hast, bluten nicht mehr, jedenfalls nicht äußerlich. Okay. Du meinst, sie muss noch mal kurz heilen? Keine Ahnung. Kannst du nicht mehr. Wieso? Alles, was neue Wunden sind, kann sie wieder heilen? Das ist keine neue Wunde. Okay, dann nicht mehr. Die hat man bloß erst jetzt gesehen, weil das braucht eine Weile, um sich durch den Darmtrakt zu schlängern. Das ist richtig. Dann wird sie seinen Doc darauf hinweisen. Das ist sehr freundlich. Wie lange braucht man mit dem Zug dahin? Ja, schön lange? Ach, alles klar. Juti, ihr fahrt? Die Rückfahrt, war auch nur bis Moskau, ne? Naja, also ich meine, hast du mehr erwartet? Nee, hab ich nicht. Ich wollte es nur wissen, weil dann Jojo jetzt ein Taxi organisieren muss, damit Kaban zum Arzt kommt. Na, das musst du auf jeden Fall. In jedem Fall ist es auch so, dass Kaban sich erstmal zu den 1K, die er Jojo schuldet, nochmal 3 dazuschreiben kann. Jojo, du hast doch noch 3K übrig. Ja. Jojo, die will er jetzt auch gleich haben. Ja, die kriegt er auch. Das ist so freundlich. Läuft bei mir. Ihr fahrt getrennt zurück? Vor allen Dingen untenrum. Ja, das ist richtig. Blutor! Ach nee, Moment. Rimming! Jojo einfach in einem
normalen Wagen mit irgendeinem fremden Dude, aber der ist halt eh eingerickt, deswegen ist der nicht der beste Gesprächspartner, aber du bist bestimmt auch gar nicht so auf dich drauf, mit dem Schwätzchen zu halten. Nee. Gaban, ach Gaban, ja, völlig egal, der ist raus. Ich bin raus. Mit dir will ich gehen noch spielen, du hässliches Schwein. Jo, dann kommt ihr an, ihr werdet über die Stadtgrenze irgendwie gebracht, beziehungsweise, ach nee, bei dir ist es auch, nee, bei dir ist es eigentlich nicht so das Problem, du kriegst halt zwischendurch irgendwie, ziehst du dich mal in irgendeiner Raststätte um. Und dein Waffenscheiß wird dort in Schmuggelfach gesteckt, der größte Teil eurer Ausrüstung wurde sowieso irgendwo anders erstmal untergebracht. Zum Schmuggeln und dann wirst du ihm in der Stadt ein Taxi organisieren und ihm zu seinem Dock bringen? Ja. Also nehme ich an, das lässt du durch die Gang machen. Ja, ja, klar. Und dann kommt die Gang zu dem Dock und er hat schon direkt keinen Bock mehr. Na, was, das ist das Einfachste. Natürlich, aber der hat natürlich im ersten Moment überhaupt keinen Bock mehr. Ja, das ist richtig. Also, ne? Jojo schaut ihn an, alles easy. Also, nur für ihn nicht. Jo, bring ihn mal hinter und wenn dann alle wieder gehen können, bin ich sehr zufrieden. Dann können alle wieder gehen. Mhm. Juti, er wird sich ja mit Kaba nach hinten verziehen und ich bin erstmal kurz auf Kinder. Ah, wie geil. Erstmal direkt kein Bock mehr, ist richtig. Ah, die schon wieder. Ah, also ich würde sagen, das ist richtig gut gelaufen. Das ist, also, es hätte nicht besser laufen können für mich. Phänomenal. Ja, also, ich bin noch nie so zufrieden mit den Würfelergebnissen gewesen. Fick dich. Also mit meinen. Ja, ja, ist schon okay. Schlampe. Entschuldigung. Nee, alles gut. Ja, aber falls ich aber ein schlechtes Gewissen ist, geil, dass Jojo so fies zu dir war. Aber immerhin hat sie sich treu sorgend um dich gekümmert und dich nicht zurückgelassen. Das ist sehr nett von ihr, ja. Jetzt muss ich nur rausfinden, wer diese blöden, komischen anderen Viecher waren. Und mich bei denen einschleimen, damit ich meine Vendetta fortführen kann. Sobald ich davon erfahre. In der nächsten Folge. Wahrscheinlich. Warum? Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon Schluss machen. Da kommt bestimmt noch ein bisschen Nachspiel. Ja, ja. Es wäre angebracht. Vielleicht. Wir haben noch eine Stunde. Quasi. Ist richtig. Ich will noch nicht, dass es vorbei ist. Ich glaube, ich sag Freya noch Bescheid, wo du bist. Später. Ja, wie doll, wie geil ich das jetzt erklären muss. Du musst jetzt erstmal gar nichts erklären. Ich glaube, Jojo macht das anders. Jojo wird dem Grenzer sagen, er soll Freya anrufen und sagen, die hat ihm irgendwie Bescheid gesagt, dass er sie mal anrufen soll, weil es da einen schlimmen Unfall gab. Das war so, jo. Also. Naja, Jojo denkt sich schon eine Geschichte aus. Was kann man denn da sagen? Friendly Fire? Nee, irgendwie sowas, Jagdunfall, Punkt. Friendly Fire, die haben gedacht, das wäre ein Ork. Ja. Ein anderer Ork. Ja, ja. Immer diese Rassisten bei der Jagd. Ich glaube, das macht sie. Oh Gott, ich weiß, wie sie es macht. Das ist die Rache fürs Doppeldate. Ah, sehr gut, ich freue mich drauf. Ja. Dann muss ich nur mit dem Grenzer quatschen, aber das geht schon. Ja, die Nummer müsstest du, glaube ich, haben. Nee, die hast du, glaube ich, sogar schon. Achso, ja, ansonsten kriegst du aus deinem Comlink. Das ist richtig. Oh, das gefällt mir. Danach wird Freya dich lieben. Bestimmt. Also noch mehr als jetzt schon. Das weiß ich doch. Du schuldest mir Geld. Ja, 4000 Nuyen, Mann. Ja. Plus das, was der Arzt nachher verlangt. Ach ja, stimmt, das muss ja auch noch bezahlt werden. Aha. Ich bin so dermaßen am Arsch. Ja, ja. Vielleicht. Vielleicht ist es so, dass wir danach irgendwann mal einen Job brauchen. Ich denke. Im Abstand, damit du irgendwie wieder fit bist. Denn wenn du ganz kaputt bist, mache ich das nicht mit dir. Hm? Und so wie du zugerichtet bist, wirst du vermutlich schon einen Monat brauchen, bis du wieder einigermaßen auf den Beinen bist. Das Übliche halt. Vor allen Dingen ist das so schön, weißt du, du hast dann gerade wieder so Leute, die sowieso nicht so richtig zurechtkommen und du hast dann erstmal wieder Krieg. Hm. Scheiße.
Na gut, aber Kaban wusste, worauf es sich einlässt. Ja, damit hat er nicht ganz gerechnet. Das ist wohl wahr. Allerdings bin ich sehr froh, dass Jojo rausgekommen ist. Ohne großartig was ich nicht. Du glaubst gar nicht, wie froh ich bin. Ach so, pff, nö. Ich verpiss mich einfach mal direkt. Bap, 6er Folge. Ja, aber was sollte sie denn machen? Nein, das war einfach nur so, ach ja, ich bräuchte mal vielleicht ein oder zwei Erfolge. Nö. Oh, ich brauche vielleicht 3. Bam, 6. Ist okay. Ja. Jeder mag dich. Lieber Deli. Ja. Es ist mir eine große Freude, dir mitteilen zu dürfen, dass du dir erstmal auf deinem Charakterblatt vermerken darfst, dass du -2 Konsti und -1 Geschick hast für die nächste Zeit. Yay. So, wie lange habe ich das bei Jojo gemacht? So lange? Okay. Ersetzen wir das doch einfach durch Kaban Tuberkulose in meinem Kalender. So, Kaban wird es ja jetzt wahrscheinlich sehr lange sehr schlecht gehen, oder? Dann pass mal auf. Nach 6 Stunden, nachdem du dort abgeliefert hast, bleibst du da? Nee. Die sagt, sie soll sie mal anrufen, wenn irgendwas ist. Ja, der ruft dich nach 6 Stunden an. Hi. Du solltest mal herkommen und dich testen lassen. Worauf? Würmer. Spezielle. Alles klar. Vielleicht. Bis gleich. Piep. Sie fährt. Jo, du kommst rein, da Kaban ist natürlich noch im anderen Zimmer. Der wird dir dann einen Becher geben. Einmal voll machen, bitte. Hinten raus. Juti. Er gibt dir ein Stück Weißbrot. Weiß nicht jeder. Die hat läuft. Schon länger nichts mehr gegessen. Könnte sein. So, dann lässt er das irgendwo durchlaufen und das dauert jetzt ein Weilchen. Der hatte irgendwelche fleischfressenden, erwachten Würmer. Ich habe keine Ahnung. Also erstens, du bist halt auch so eine kleine Blasse. Das heißt, ich weiß nicht, wie dein Immunsystem so aussieht. Bei Leuten mit schwachem Immunsystem können sich da Eier durchaus im Körper zu Würmern und dann, du weißt schon. Also die Viecher sind halt relativ übel, weil, ne? So, die fressen halt dein Fleisch. Also mir geht's gut, ich habe keine Probleme. Ja, dem ging's theoretisch auch noch einigermaßen gut. Also ich sag's mal so, die Würmer sind nicht so schlimm wie das andere. Aber die breiten sich halt gern aus und du merkst es halt nicht sofort. Okay. Eklig. Ja, kommt von nicht sinnvoll zubereiteten Essen in freier Natur, in manchen Gegenden. Die sind halt nicht überall. Hätte sein können, dass sie hier zum Beispiel auch wegen ein paar so Umweltgiften sterben, aber nicht zwingend. Geil. Ansonsten? Wie sieht's denn aus? Übel. Du hast schon Hand angelegt. Ja. Das war zum Beispiel ganz gut. Der braucht ein Weilchen. Also ich behalte mir zum Koma mindestens 3 Wochen. Okay. Und in einem sehr für meine Verhältnisse sterilen Raum. Wie sieht's denn mit Besuch aus? Für ihn. Keine Ahnung. Ich mach dir gerne eine Eierfeed auf. Mich geht's hier nicht. Wen denn sonst? Deiner Bitch! Einer Bekannten. Eine Bekannte, der mache ich auch gerne eine Eierfeed auf. Alles klar. Also ich meine, das ist ja schon eine illegale Klinik, ne? Da sind wir uns ja einig. Naja, passt, kriegen wir hin, alles. Ich habe eine Idee, wie ich es mache. Da möchte ich vorher schon gern eingeweiht werden. Ja, du hast damit gar nichts zu tun. Da kommt dann gar nichts her und nix. Ich muss nur mir eine Ausrede ausdenken, alles gut. Ich werde den AR-Feed aber nur innerhalb dieser Räumlichkeiten verteilen, ne? Das weiß ich. Ich halte den nicht nach außen, das heißt, sie müsste hier sein. Das heißt, sie müsste wissen, dass es eine illegale Klinik ist. Deswegen werde ich es gar nicht so weit bringen, dass du da in irgendwas reingezogen wirst. Und deswegen wirst du dich ja vorher mit mir unterhalten, wenn du eine Idee hast, wie du das machst. Ja, aber das finde ich schön. Beinhaltet nicht, dass ich sie herbringe oder ihr irgendwas von dir erzähle.
Alles klar. Darauf können wir uns einigen. Dachte ich nicht. Gebt dir Bescheid, wenn sich was ändert. Okay. Oh, scheiße, ich hab was vergessen. Ich möchte etwas das geht eigentlich nicht. Doch, passt auf. Der Schuss, der in seinen linken Arm ging, ging natürlich in seinen rechten Arm, aber nur so ein Stück. Und dann wurde die Kugel abgelenkt wegen seiner harten, geilen Knochen. Und die wurde abgelenkt, sodass sie natürlich dann weiter in den Unterleib gegangen ist. Aber nicht in Darmhöhe, sodass Jule das vorher noch schlussfeuern konnte, sondern in ein anderes Organ. Es ist höchstwahrscheinlich, dass ich ihm die Milz rausnehme. Das war so, als so, ich muss was ändern. So, das kostet mich die Milz. Super. Entschuldige bitte, wir haben gesagt, wir fangen immer mit der Milz an. Die ist jetzt, da ist gut was eingeschlagen. Ich gucke, ob ich ihn noch retten kann, aber zur Not ist das für ihn ziemlich kacke, weil er halt so, sowieso schon so ein bekacktes Immunsystem hat, aber naja. Okay. Ja. Na dann, Milz Bros. Stimmt. Er hat die doch auch mit rausgeschnitten. Ja, das ist, daran hat er sich auch gerade erinnert. Bei ihr auch? Was? Ja, ja. Bist du bescheuert? Ich hab die doch nicht einfach sterben lassen, ohne dass ihre Milz nicht rauskommt. An den Gag ist die Milz. Das nächste Mal, wenn ihr sterbt, werden es individuelle Organe. Aber, das ist so super. Also ich hoffe, dass ihr nicht mehr so dumme Aktionen macht, wie diese beiden, aber... Die war doch nicht dumm, hallo, das war super gut geplant. Also selbst wenn du dort oben nicht entdeckt wärst, hätte ich keine Chance gesehen, wie du dort irgendwas machst, ohne dass sie dich einfach zerbumsen. Ja, das war mir schon klar. Like the very, very first time. Okay, sage ich Freya jetzt persönlich Bescheid oder lasse ich sie anrufen? Achso, warte, hier, das Ergebnis, du hast keine Würmer. Oh, geilon. Besten Dank. Jo, er kriegt dann Huni auf den Tisch oder sowas. Ach so, ja, die Bezahlung für 10. Naja, das, Connection-Stufe. Haben wir vorhin schon geguckt, dass ich das wahrscheinlich erstmal vorstrecken muss. Das ist mir klar, aber wir müssen es ja trotzdem notieren. Connection-Stufe 3? Nee. Doch, Street Dog. Loyalität 3. Naja, meinte ich auch. Der mag mich. Das meinte ich ja gerade. Ich bringe mir nur gute Kunden. Ach so, ja, ich erinnere mich, was das für Kunden waren. Ach, 800. Das ist doch freundschaftlichste Freundschaft der Welt, Junge. Das ist quasi Selbstkostenpreis. Damit bist du ja gerade mal bei 4,8k, die du schuldest. Yay! Ja. Keine Angst, sie ist eine sehr, sehr, sehr freundliche, vergebende und emotionale Frau. Die wird das sicherlich verstehen, eine Frau, die dir einfach eine Rippe wieder reingesteckt hat. Nur um zu gucken, was passiert. Die wird mich ausbluten lassen, wenn ich die erste Rate nicht zahle. Nee, dann zahlst du ja die Rate nicht mehr. Kaban, was meinst du, wie viel bringt mir deine Leber ein? Mhm. Nein, das wäre Quatsch, eine Niere. Was ihr denkst du denn eigentlich? Du sie hat dich dann nicht umsonst rausgeholt. Ich meine ja nur. Vielleicht musst du auch nur für ihre magischen Experimente herhalten. Ach, dann geht das ja. Easy. Läuft. Ich bin so der Mann im Arsch. Soll ich Freya selbst Bescheid sagen? Vielleicht besser nicht. Du, ich war mit dem Du im Wald und naja, da waren wir kurzzeitig nackt. Jojo war gar nicht auf deiner komischen Weiterbildung mit. Aber sie hat's vielleicht mitbekommen. Nee, weil sie auch die Arbeitskollegin ist. Aber ich dachte, das war so eine geheime Sache, wo nur die übelsten Special Forces kommen und so. Ich glaube, sowas hattest du ihr erzählt. Geheim war es nicht. Es war nur für die obersten, coolsten Typen, ach wegen so. Beförderung und so. Ach so war das. Nee, ach, sie macht das anders. Sie ruft den Grenzer an später. Also nicht sofort, aber dann so nach irgendwie einer Woche oder so. Wenn Freya vielleicht dingsig werden könnte. Misstrauisch. Warte mal kurz. Wenn das nicht geheim war, warum konntest du dann nicht gleich dich nochmal bei ihr melden? War das nicht doch so, dass es ein bisschen geheim war? Nein, ich konnte mich nicht bei ihr melden, wegen der Immersion, die man haben muss. Also man muss ja quasi in die Wildnis gehen und völlige Abgeschiedenheit haben und so. Ne? Du hast auch irgendwas von Satellitentelefonen erzählt und so. Genau, die teuer sind. Na gut, also, du rufst nach einer Woche den Grenzer an. Wer bist du denn? Hi, ich bin Jojo. Ich glaube, wir haben uns schon mal ein, zweimal getroffen mit Kaban zusammen.
Auf seinem Geburtstag. Die Kleine. Ja. Bist du. Ja. Ja. Du erinnerst dich nicht. Ist okay. Doch. Alles gut. Pass auf, ich hätte da, wir müssen Karman vielleicht einen sehr, sehr großen Gefallen tun. Und ich glaube, dass du da genau der richtige Mann für bist, um ihm zu helfen. Es geht um Frauen. Ja. Meinst du, du hast mal irgendwann eine halbe Stunde Zeit, damit ich dir in Ruhe erklären kann, worum es geht? Welche Uhrzeit brauchst du ungefähr? Wahrscheinlich so, weiß ich nicht, abends 19 Uhr oder so. Ja. Ja, können wir jetzt machen. Okay, wo? Grimma-Schnitter. Na, so eine feine junge Dame, die muss man schon ausführen. Wir gehen in den Grimma-Schnitter. Alles klar. Yay. Dann. Bis gleich. Er fährt dahin. Er ist vor dir da. Er hat schon den ersten Humpen. Der Grimma-Schnitter sitzt irgendwo, aber ist woanders. Es ist alles wie immer. Es kommt gerade Combat-Bike und viele Leute johlen und jubeln. Okay. Ja, Jojo geht zu ihm. Hey. Ich hab ihnen das gesagt. Bevor was Schlimmes passiert, hätte er sich doch mal mit der kleinen Blauhaarchen nur mal ganz kurz zusammenfinden müssen, um da ein bisschen was Stress abzulassen. Wollte er nicht. Jetzt hat er es bestimmt versaut. Ach, naja. Na, ich hoffe nicht. Vielleicht können wir es noch abwenden. Ja. Pass auf. Oti, genau, was hat sie. Der Typ weiß ja, dass Karman irgendwie zumindest so ein bisschen mal über der Grenze unterwegs ist und so. Der Typ weiß einigermaßen viel, ja. Ja. Und er weiß, dass du eine legale, gesetzestreue Bürgerin bist. Stimmt. Na, ist nicht so schlimm. Pass auf. Seine Kleine weiß nichts davon, dass er so zwischendurch mal ein bisschen gucken geht, was so draußen so läuft. Ja. So, jetzt ist es aber so, dass es ihm gerade ziemlich beschissen geht, weil es einen Unfall gab. Ein Unfall, ha? Hm? Ist er einfach in dich reingefallen? Nee, nicht diesbezüglich. Also. Liegt beim Doc und kommt nicht zurecht, Unfall. So. Er hat der Kleinen zwar erzählt, dass er auf irgendeiner Tour ist, aber wenn er sich so ja nicht meldet und vor allen Dingen jetzt schon so lange nicht, kann das gut sein, dass sie vielleicht ein bisschen misstrauisch wird. Der ist also auf einer sehr ausgedehnten Jägertour. Genau, quasi. Irgendwas mit, was weiß ich nicht genau, was er ihr erzählt hat. Irgendwas mit Beförderung, keine Ahnung. Die Jägerbeförderung, das kann man ja. Was weiß ich. Da wird man zum Oberjäger und da kriegt man seinen eigenen Dackel und dann geht's los. Genau. Genau, der Jäger und sein Baldi. Nee. Auf jeden wäre es, glaube ich, sehr schön und sehr nett und er würde sich bestimmt freuen, wenn du die Kleine anrufst und ihr sagst, dass du sein Chef bist. Dass er dir ihre Nummer gegeben hat, falls was passiert. Dass du einfach sagst, dass es einen Unfall gab. Wenn sie fragt, was passiert ist, darfst du nicht drüber reden. Und er ist noch beim Arzt und bla und was weiß ich nicht was. Und der ist weiter weg und deswegen kann sie jetzt nicht hin. Naja. Ich meine, ich kenne natürlich die Schweigepflicht des Jägerstandes. Das war ironisch gemeint. Du meinst, wenn ich dir erzähle, ich darf ja nicht sagen, was los ist. Dann nimmt die mir das ab. Ich glaube schon. So wie er das ausgedrückt hat. Und dann will die also mit meinem Vorgesetzten sprechen. Nö. Weil das ja nicht geht, dass sie als seine Tote nichts erfährt. Warum? Sie ist nicht mit ihm verheiratet, sie ist nicht mit ihm verwandt. Das heißt, ich bringe sie auf die Idee, ihn dann damit zu erpressen, dass er ihn heiratet. Ach Quatsch. Das klingt nach der beschissensten Ausrede, die ich je gehört habe, aber viel wichtiger ist, wie geht's ihm denn? Nicht so gut. Was war denn das für ein Unfall? Sag jetzt nicht, er ist über eine Wurzel gestolpert. Vielleicht ist er über eine Wurzel gestolpert und ein Ast hat sich ganz kurz in sein Torso hineingebohrt. Zweimal. Mehrfach.
Ach so. Das klingt. Das heißt, da sind einfach Dinge sichtbar und das dauert ja ewig, die sie dann nachher Fragen stellen lassen. Das ist echt kein. Das klingt echt nicht nach einem soliden Plan. Hast du eine bessere Idee? Weißt du, das Problem ist, dass er hier schon eine Story erzählt hat und ich jetzt irgendwas aus dieser scheiß Story machen muss. Die er ihr erzählt hat, weil er irgendwas gelabert hat von wegen Beförderung und dass sie da irgendein ganz spezielles Training machen müssen und dafür irgendwie in den Wald und mehrfach und was weiß ich, Zivilisation weg und keine Ahnung, so ganz genau habe ich es auch nicht. Also mich hat er nicht ganz genau eingeweiht. Vielleicht sind die auch mal ganz kurz auf ein militärisches Übungsgelände gekommen. Kennst du die? Ja, so, also ich habe sie zweimal gesehen oder dreimal. Das ist schön. Ha. Kennt eine ihrer Freundin ihn? Er hat bis jetzt nichts davon erzählt. Bei wem wird sie sich denn wohl initial ausholen? Ja, das ist mir leider schon klar. Ich mach das. Gut. Aber das hält keine 3 Minuten. Vermutlich nicht, aber... Die will dann nämlich meinen Vorgesetzten sprechen. Und dann ruft die vielleicht eine andere Nummer an, nämlich die vom Jägerverband Moskau oder was weiß ich, was das für eine Scheiße. Und dann sagen die, Gaban, kenn ich nicht. Ja, das Problem ist, dass ich nicht weiß, was ich sonst machen soll und dann muss er sich halt die Story am Ende ausdenken, aber wir haben wenigstens getan, was wir konnten. Meinst du, die wird ein Problem? Inwiefern ein Problem? Dass die dann zu viele Fragen stellt. Das weiß ich nicht. Ich habe da mit ihm schon drüber gesprochen, aber... Aber was hat er denn ihr jetzt genau erzählt, wo er ist? Das sollte ich vielleicht wissen. Also, wo er genau ist, hat er ihr nicht gesagt. Er hat ihr gesagt, dass er auf einem ganz speziellen Training ist, das irgendwie gemacht werden muss, damit es zu einer Beförderung kommen kann. Und dieses Training ist ein Wildnistraining. Welche Art auch immer, wie das auch immer aussieht, weiß ich nicht. Das hat er vielleicht ihr auch nicht erzählt. Er hat ihr auch nicht gesagt, wo das stattfindet. Das heißt, es kann auch durchaus irgendwo in Russland sein, was der Grund dafür sein könnte, dass sie auch einfach nicht hinfahren kann, weil sie nämlich arbeiten muss. Hm. Du wirst morgen 4 Uhr früh einfach zu ihr hinfahren und ihr sagen, du wirst es nicht genaues. Und eigentlich dürftest du auch nicht wissen, aber es wäre was schiefgegangen. Und du wirst ein bisschen aufgelöst sein. Vielleicht weiß ich nicht, wie die sich dargestellt hat, wie gut du ihn kennst. Und dann werde ich dazukommen. Und ich bin dann aber von der Armee. Und dann werde ich dich einfach zur Sau machen und rausschicken. Und dann werde ich ihr klar machen, dass da Sachen sind, wo sie sich nicht einzumischen hat und dass sich um ihn gekümmert wird. Wenn man die Leute einschüchtern kann, mit so einem Abzeichen und so einer Uniform, dann haben wir eine Chance. Ja, probieren wir es. Ich glaube, er hat ja noch nie so ganz genau gesagt, was er macht und wo er arbeitet. Insofern kann er vielleicht auch durchaus bei der Armee beschäftigt sein. Nee, wenn er Jäger ist, kann es ja trotzdem tatsächlich sein, dass dort eine Armeeoperation war und die dann dort zersägt wurden. Aber das muss ja, darf ja keiner wissen. Ja, gut. Ich weiß aber gar nicht, wo sie wohnt. Natürlich weißt du, wo die wohnt. Also, wo wohnt die Schnalle? Warte, hier. 100 nicht nur Lohnsklaven? Ja. Also ich meine, nicht gerade das sinnvollste Level. Das hätte doch besser treffen können, Mensch, Junge. so ein feiner Kerl. Na gut, wir machen das so. Hier. Und ich bin in der Nähe und gucke dann, wie du reingehst. Und dann warte ich so 10 Minuten. Alles klar. Und gib mal Bescheid, wenn es ihm irgendwie ein bisschen besser geht. Ja, klar, mach ich. Geil, dann. Dann Prost. Gut. Sie stößt noch mit ihm an, trägt das Bier aus, geht dann. Juti. Gott, Kaban, was ich nicht alles für dich tue, ey. Für die Liebe. Nee, Für die Lüge? Tatsächlich. Aber das ist ja im Wesentlichen das Gleiche. Tatsächlich nur für Kaban, nicht für Freya. Naja, aber das ist doch für die Liebe, Mann. Ja, es ist, ich bin dir zutiefst dankbar. Sie hat dich bei den Eiern. Jetzt sind schon 2 Frauen. Ich weiß nicht, welche schlimmer ist meiner. Die eine will mit dir Charade spielen und die andere ist Jojo.
Ich möchte ein Stück von deiner Rippe als Andenken haben. Hm. Jo, alles klar, nicht creepy. Ist okay. Genau, am nächsten Morgen um 4, das war doch morgens um 4, ne? Ja. Ja, sie trifft sich vorher mit dem Typen, schaut, dass sie... Ja, er hat eine schöne Uniform, man hat irgendwelche Abzeichen. Und sie muss nichts dafür tun, dass sie übernächtigt aussieht. Gut, dann klingelt sie. Beim dritten Mal klingeln geht dann der Summer, du gehst nach oben, sie steht in der Tür im Nachthemdchen und sieht einfach aus wie der Tod. Ah. Was machst du denn hier? Hey, können wir vielleicht kurz reingehen? Es tut mir wirklich leid. Weißt du, wie spät es ist? Ja, weiß ich. Und wenn es nicht wichtig wäre, wäre ich auch garantiert nicht so früh gekommen. Ja. Sie lässt die Tür hinter dir zurumsen. Ja. Setz dich doch hin, am besten. Sie guckt dich schräg an und setzt sich dann hin. Also, pass auf. Ich weiß auch nicht genau, was da passiert ist, aber es ist halt irgendwie... bei dieser ganzen Aktion, also bei dieser komischen, also bei dieser Tour da, ist was schiefgegangen. Ich weiß auch nicht genau und eigentlich darf ich es wahrscheinlich auch nicht wissen oder darf es nicht wissen, aber irgendwie gab es da einen Unfall oder sowas. Ich weiß aber auch nicht genau, was da los ist. Hä? Wie hast du dich Freya eigentlich vorgestellt oder wie hast du dich bei ihr immer genannt? Karman? Fuck yeah. Hat er? Sie hat ihn damals mit Kabel angesprochen, er hatte keine Chance mehr. Mhm. Okay. Sie kennt auch den billigen Sim-Namen inzwischen von ihm, nehme ich an, weil Rechnungen und so müssen ja bezahlt werden. Das oder? Stimmt. Also ich meine, anders wird es ja nicht gehen. War das, ich glaube, Efremov habe ich mich, also nicht, glaube ich, war das. Aber ich glaube, sie nennt sich einfach immer Kaban. Ja, ist auch Wurst. Irgendwie, es hatte Kaban einen Unfall. Und ich glaube, richtig blind. Was? Ja. Und wo ist er jetzt? Weiß ich nicht. Das muss doch rauszufinden sein. Nein, ich hab's schon probiert und hatte aber nicht so richtig viel Erfolg dabei. Aber gib mir mal die Nummer von deinem Chef. Jetzt nicht. Was? Ich hab schon mit dem gesprochen. Ich hab mir schon einen übelsten Anschluss abgeholt dafür. Oh, ja. Du gibst mir jetzt bitte diese Nummer. Ich hab mir schon einen übelsten Anschluss... Jojo! Sie schickt dem Grenzer eine Nachricht. Kommst du jetzt gefälligst mal? Er schreibt zurück, das muss ich erst entwickeln. Was? Er hat doch gesagt, das ist ein Idiot, ein Arschloch. Sie schreibt zurück, komm, wenn du jetzt nicht kommst, reiß ich dir die Eier ab. Das muss sich erst entwickeln. In der Betonung sind dann Ausrufezeichen gesetzt. Auf jeden Fall Freya, das ist ja hier gleichzeitig und so weiter, die hat ja zuerst etwas schrill deinen Namen genannt. Gib mir jetzt diese Nummer. Nein. Alles klar, sie guckt dich an mit einem Blick tiefster Verachtung und gleichzeitig ein wenig Sorge und geht dann zu ihm kommen, links auf den Nachttisch liegen. Jojo schreibt, die ruft da jetzt an, also kommst du jetzt bitte. Das klingelt. Und zwar instant danach. Scheiße. Er schreibt dir eine Nachricht. Moment, unter welchem Namen kennt sie dich? Jojo. Und so ein richtiger Name? Oh Gott, welchen Namen hatte sie denn da? Warte, ich hab's mir aufgeschrieben. Ja, ich auch. Auf meinem Charakterbogen, den hat gerade der Spielleiter. Na, bestimmt die schlechteste, ne? Ja, ja. Alexandra Sorokin. Ja. Gut, dann, also es klingelt, aber sie geht da jetzt halt eher zu ihrem Comlink. Was glaubst du, was du da um 4 Uhr morgens erreichst, ha? Sie scheint nicht besonders interessiert. Hm. Sie wählt. Jojo macht die Tür auf. Was soll das? Das ist meine... Der Typ kommt rein, schließt die Tür. Er steht sehr geschlossen, beinig da. Die Hände sind natürlich hinter dem, hier so, ne, nach hinten gefalten. Er wirft das Jojo einen Blick zu, voll strenger und ordentlicher, geradezu deutscher. Irgendwas. Sie sieht eingeschüchtert aus. Frau Sorokin, Sie sind suspendiert. Melden Sie sich sofort bei Ihrem Chef. Sie erhalten dort weitere Anweisungen.
Sie begeben sich unverzüglich dahin, gehen nicht überall los und bekommen keine 2000 Mark. Ach, nein! Sie begeben sich unverzüglich dahin. Bringen Sie Ihre Dienstwaffe mit. Jawohl. Ausgezeichnet. Dadurch, dass du jetzt gehen musst, muss ich das nicht weiterspielen. Juhu! Ich bin ein Gott der Vermeidung. Sehr gut. Er wird sie dann später schreiben. Nee, er wird dich später anrufen. Warte. Ew. Ich kann ja nicht sagen, dass mir das Vergnügen bereitet hat. Aber so eine Uniform, die macht halt immer einen anderen Menschen aus einem. Und, also ich denke, ist okay. Okay, wunderbar, danke. Achso, du bist suspendiert und deine Dienstwaffe hast du abgegeben und deinen Jagdschein. Ah, ich bin quasi rausgeflogen, weil ich ihr das gesagt habe. Na klar bist du das, Mann. Und du hast die Verschwiegenheitsunterklärung unterzeichnet, wie auch sie. Ah, gut. Und das ist sogar eine offizielle. Ich habe sie vielleicht nur nicht in der Datenbank dann eingetragen. Alles klar. Na, siehst du mal. Meld dich, wenn es was von ihm gibt. Und ich denke, die wird nicht unendlich lange, also die wird richtig unangenehm. Und vielleicht wird sie auf dich zurückkommen, sag ich mal. Ja, dann kann ich ihr wenigstens vorwerfen, dass ich wegen ihr meinen Job verloren habe. Nein, das hast du doch wegen Kaba, du sorgst dich doch genauso um ihn. Ach, Scheiße. Mann, die Dussi meint's ernst, weißt du das überhaupt? Weißt du, was die hier flennt hat? Echt jetzt? Sturzbäche. Alter. Jetzt mal unter uns. Kaba, das ist übelster Lord, ne? Aber jetzt mal unter uns. Hat mich schon ein bisschen geil gemacht. Was? Die Tussi? Na, dass ihr heulte. Echt jetzt? Naja, so. Aber die Weiber können nicht gut lutschen, wenn sie so viel heulen. Naja. Hä, dann heulen sie einfach währenddessen noch mehr. Du musst dann halt ordentlich... Die Kiefersperre muss halt schon aktiviert sein. Keine Ahnung hast du. Du bist dem Irrglauben verfallen, dass es den Männern mehr Spaß macht, wenn die Frauen auch Spaß haben. Bist du bescheuert? Das ist falsch. Das weiß ich doch. Achso, worüber reden wir denn dann überhaupt? Ich will wissen, wenn es Graban besser geht und mit der Tussi, Mann, ich mein's ernst, sobald er irgendwie zu Hause gepflegt werden kann, muss er das machen, weil die wird da nicht ewig mitziehen. Das weiß ich auch. Ich werde ihn umfassend darüber informieren, sobald er ansprechbar ist und sobald es eine Veränderung gibt, sage ich dir Bescheid. Das ist ja vernünftig. Alles klar. Wegtreten. Piep. Das hat mir richtig gefallen. Nee. Der hatte keinen Spaß. So. 3 Wöchchen später. Guck mal, Jojo hat ihre Magie wieder. Was? Yay. Sie hat wieder Macht. Schön. Alle sollen dich lieben und verzweifeln. Ja. Jojo wird natürlich mal so zwischendurch gucken, wie es bei Karma ist. Ja, danach 3 Wochen wird er dann... 2 Tage wach sein, in den 2 Tagen hat der Doktor Besuch verboten. Von den 2 Tagen kriegt Kaban auch noch nicht besonders viel mit, das halt, Alter, Schmerzmittel sind einfach der Shit. Die machen glücklich. Die machen so unglaublich glücklich, wie keine Frau es dich je fühlen lassen könnte. Geil. Höchstens ein Kerl. Aber das willst du ja nicht. Was war das letzte? Sauerkirschen. Genau, das Sperma. Wird dann ungefähr dir... Hörst du mal auf! Vorhin war es noch okay, aber jetzt ist es einfach nicht mehr wahr. Jetzt waren es Sauerkirschen. Der Doc wird die ungefähr erklärt haben, wie es so um dich bestund, wie jetzt die Genesungszeit so... Also das Ding ist, so eine Lunge hat eine relativ langwierige Heilungszeit. Und in der Zeit, wo du jetzt halt 3 Wochen im Koma lagst, hast du einfach so viel Muskelmasse verloren und so viel Kondition, dass du dich einfach von Grund auf neu gestalten kannst quasi. Neu erfinden. Ich meine, das ist ja auch was Schönes. Er informiert dich über die Würmer von unzureichend gekochtem Essen in freier Natur. Vor allen Dingen Fleisch. Jojo hat Gandhi dabei immer Bescheid gesagt, dass er sich vielleicht auch mal testen lässt.
Sehr nett, dass du auch an ihn denkst. Ja. Mhm. Klar, der scheiß Würmer, Junge. Ausgezeichnet. Aber der hat selber mal dann irgendwann gesagt, irgendwie ist mein Kaka ist immer so dunkelbraun schwarz. Ist das normal? Und dann war halt das nicht normal. Auf jeden Fall wird, weil du ja nicht so viel sprechen kannst, lieber Kaban, er dir auch erklärt haben, auf Nachfrage, also nicht auf Nachfrage, dass Jojo ab und zu mal vorbeikommt und sicherlich auch mal wieder die nächste Zeit vorbeikommt. Und das, hat Jojo ihm das gesagt mit der Perle, ja, ne? Die hat ihm nur gesagt, dass sie sich gekümmert hat, meine ich. Ja, dann meint er, irgendwie hätte sich die Jojo drum gekümmert. Oh Gott, das kann nicht mehr werden. Das dachte ich mir jetzt, so schreckgeweitete Augen und einfach noch Kopf schütteln. Liebt sie noch? Wow. Das ist die geilste Frage, die hätte stellen können. Naja. Wenn sie sich um etwas kümmert. Erstmal, nee, das mit dem Sprechen, ganz ruhig. Sie kommt heute und du kannst sie das selbst fragen. Jojo, du bekommst einen Anruf. Ja, hallo? Sag mal, du hast aber, als du dich gekümmert hast um die Frau, hast du das nicht wie in schlechten Filmen gemeint mitgekümmert. Nee. Ah, okay, cool. Jojo hat sich gerade einen blöden Spruch verkniffen. Dann Kaban hat bestimmt Fragen. Ich mache einen langen Wort, dass er nicht da will. Sie hätte jetzt fast sowas gesagt wie: Naja, ich dachte, Kaban hat Hunger, ich hab ihm was eingefroren. Kaban hat so eine große Kühltruhe. Und Gründe. Er braucht keine Milz. Nee, dann komm mal am besten heute vorbei. Gut. So, der hat Fragen und der kann ja schreiben. Und dann könnt ihr euch einfach hier pflegt unterhalten. Alles klar, bis gleich. Okay. Piep! Jojo schreibt ihm gerade noch eine Nachricht, dass es ihm wieder besser geht. Er soll Kaban einen Blumenstrauß von ihm mitbringen, und zwar in der Schnapsflasche. Mit Wasser drin. Okay, macht Jojo. Kaban, alles cool. Sie hätte sich wohl irgendwie anders drum gekümmert. Dachte ich mir. Ich war mir jetzt nicht so sicher. Was denkt er denn von Jojo? Der Arzt kennt sie doch gar nicht. Die macht mir nämlich Angst. Nee, aber er kennt die Truppe, die seinen Laden ausgeräumt hat, während sie da lag. Nicht ausgeräumt. Umgeräumt. Auch das nicht. Es könnte nur vielleicht sein, dass ein, zwei Leute mal kurzzeitig ein bisschen ausgerastet sind. Vielleicht ist was kaputt hier. Keiner weiß. Sie haben kreativ umdekoriert. Sie kommt irgendwann vorbei. Sie bringt dir eine Kunstblume in einer Schnapsflasche mit. Mit Wasser drin. Danke. Sollte ich dir mitbringen. Von deinem Kumpel. Hier, dem Grenztypen. Ich hab seinen Namen schon wieder vergessen. Dimitri. Ja, du könntest auch einfach schreiben. Du hörst dich an wie eine Gießkanne. Oder... Moment, Dimitri war der Schrottsammer. Verdammt. Konstantin. Hier, warte mal. Jojo stöpselt seinen Datenbuchsgabel in Gomlink ein. Diese Datenbuchse ist zurzeit nicht aktiviert. Bitte melden Sie sich an den Kundenservice von, ich nehme an, Evo. Alter, wie anstrengend. Gut, dann musst du wohl schreiben. Pass auf. Sie erzählt ihm noch kurz, was eigentlich noch passiert ist. Die Dinge mit den Rippen lässt sie aus. Oh, so freundlich. Und dann habe ich dich nur geheilt und zurückgeflogen. Ja. Man muss ja was für seinen Ruf tun. Auf jeden Fall habe ich mich auch um Freya gekümmert, weil, sie erzählt ihm jetzt die ganze Geschichte mit dem Grenzer. So, du solltest vielleicht dringend mit ihr reden. Sehr, sehr dringend. Ich soll dir einen schönen Gruß bestellen. Die Frau meint's wohl ernst, sie hat ganz schön geflammt. Und vielleicht solltest du ihr das irgendwie mal langsam stecken. Denn das wird nicht lange funktionieren. So. Du verstehst. Ja, schreibt erstmal, ne? Danke für. Red einfach ganz normal, das ist fürs Retten. Anstrengend. Genau, ja, schreibt halt etwas. Danke fürs Retten. Easy, meiner.
Und danke für die Cover-Story. Was muss ich ihr genau erklären? Also, ne, was hast du da weiter erzählt? Was passiert? Na, ich habe gar nicht so viel erzählt. Ich weiß nicht genau, also so wie es jetzt erstmal getarnt war, ist, dass das Ganze schon so stattgefunden hat, dass ihr aber irgendwie mit dem Militär ins Gehege gekommen seid, irgendeiner militärischen Operation und dass es dabei passiert ist. Es könnte vielleicht trotzdem sein, dass es besser wäre, wenn du ihr sagst, dass du illegal unterwegs bist, denn sie hätte fast deinen Vorgesetzten angerufen und zwar mit einer Nummer aus der Matrix und die kennen dich nicht. Ich weiß nicht, ob sie das nicht vielleicht in der Zwischenzeit schon gemacht hat. Ach ja, ich habe übrigens wegen dieser ganzen Sache bin ich suspendiert worden, musste meine Dienstwaffe und meinen Jagdschein abgeben. Ich bin quasi meinen Job los. Hey, du bist suspendiert für einen Monat. Yay. Oder sowas. Du bist nicht gefeuert. Ah, okay. Auf jeden Fall wäre es vielleicht gut, wenn du ihr irgendwann langsam mal stecken würdest, dass du vielleicht nicht ganz legal unterwegs bist. Ja. Um einen Ruhm, lass mir da was einfallen. Ja, es wäre nicht schlecht. Vielleicht solltest du sie anrufen. Oder soll ich sie anrufen? Vielleicht nicht jetzt. Das ist wahr. Genau. Vielleicht sollte ich sie anrufen und dir sagen, dass es. Nee, das werde ich nicht tun, das sollst du selber tun. Ich habe schon genug riskiert wegen dir. Sie schmunzelt. Das ist so nett, dass du deinen Job riskiert hast. Nicht wahr? Lach, Smiley. Nicht wahr? Ich habe meinen Job quasi fast an den Nagel gehängt. Und wie soll ich mich und meinen gescheiterten Musiker-Ehemann jetzt durchbringen? Seid ihr nicht eh schon geschieden? Nee. War da nicht was? Nee. Ach nee, sie hasst ihn einfach nur, genau. Ja, sie hasst ihn einfach nur. Und ich werde mich auch in absehbarer Zeit nicht von ihm scheiden lassen, denn ansonsten will sie mich vielleicht trösten und das möchte ich nicht. Und zusammen mit dir auf die Pirsch gehen, damit du einen netten jungen Mann bekommst. Mhm. Und vielleicht möchte ich das nicht unbedingt. Warum das denn jetzt nicht? Weil sie bestimmt eine Nette ist. Aber für mich der Tod. Ja. Ach, mit dem Tod kennen wir uns ja aus, ne? Ja. Aber ich kann mit einer Kugel, die auf mich zufliegt, vielleicht nicht besser umgehen, aber da weiß ich wenigstens, was ich tun muss. Und die stellt keine Fragen. Ja, das stimmt. Ja, also. Entschuldigung. Nein, alles easy, meiner. Passt schon. Gut. Danke nochmal. Jo, kein Ding. Quid pro quo. Was waren das denn für ein Flugzeug? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur gesehen, dass Moloch drauf stand. Aber was es ist, weiß ich nicht. Ich habe keinen Schimmer. Ein Gunship mit Moloch-Aufschrift. Ich würde das gleich mal Daten suchen. Muha, ich bin so gut da drin. Jo, dein Com-Link, achso, du schreibst. Nein, du schreibst nicht auf deinem bekackten Com-Link. Du schreibst aus so einem komischen Pad, was er dir hingelegt hat. Dein Com-Link ist irgendwo. Ja, ich versuche das quasi in dieses Pad einzugeben. Ja, hast keine Matrix-Verbindung, Glückwunsch. 404, Server not found. Super. Ja. Oder kommt 402, Payment required. Das erste. Okay. Der zockt dich doch nicht ab. Ich werde mich da in angemessener Zeit drum kümmern, aber ich hatte, um ehrlich zu sein, im Augenblick noch keinen Bock darauf. Wir müssen uns dann mal überlegen, die Rechnung ist etwas größer geworden bei den Schmugglern, verständlicherweise. Was hast du bezahlt? Also inklusive deiner Arztrechnung jetzt 4,8. 3,8, oder? Ja, also 3,8 plus den 1000, die sowieso noch da sind. Ja, eben. Au. Shit. Es waren 10.000 Kaban. Mhm. Ich hab jetzt insgesamt, ich glaube, 17.000 oder so für diese scheiß Schlafscheiße ausgegeben. Naja, dann vor und nach der wird vermutlich nur ein einziges Mal auftauchen. Möglicherweise. Da muss es ein bisschen mehr sein. Ja, ist gut. Nee, okay. Dann ruf sie am besten selber an und das ist so die Story. Du solltest dann irgendwann mal mit ihr labern und
mal, wie du es dann handhabst. Kann sein, dass er vielleicht ein bisschen sackig auf mich ist, aber... Das kriegen wir schon. Naja. Außerdem ist es gar nicht so schlimm für dich, denkst du, oder? Für mich? Nee. Also wie gesagt, sie ist bestimmt eine Nette, aber ich bin, glaube ich... Keine Nette. Nicht nett genug für sie. Ja, passt schon. Gut. Alles easy. Sagst du. Mhm. Okay. Wenn ich erstmal hier wieder rauskomme, dann gehen wir erstmal richtig schön eintrinken. Meinst du am Tropf? Ich hätte dir echt einen Leberlappen rausnehmen müssen. Also, das werden wir bestimmt noch machen, aber wahrscheinlich nicht innerhalb der nächsten 2 Wochen. Ich befürchte es auch. Oh Mann. Scheiß Narben überall. Ah ja. Wir sind jetzt Mills Brothers. Ach, scheiße. Achso, das hatte sie aber vorher auch schon gesagt, ne? Du hast es vielleicht nur vergessen. Wegen der schrecklichen Nachrichten von Würmern in deinem Arsch. Scheiß Würmer. Ja. Mills Brothers. Der hält die Ghetto-Faust hin. Ja, ich wollte auch gerade sagen, du kriegst eine Ghetto-Faust von ihm. Aber da wahrscheinlich also seine Faust bleibt liegen und du tust dann seine dann dagegen, ja. Genau. Das geht. Ja, also, ne? Ja, würde leicht ein bisschen annehmen und dann würde er einfach nur schmerzverziehtes, entzogenes Gesicht so nicht wirklich höher kommen. Sie ist sogar vorsichtig. Jo. Okay. Okay. Brauchst du sonst, soll ich sonst noch irgendwas regeln? Vorerst nicht. Glaube ich. Vorerst nicht. Okay. Wenn was ist, sagst du Bescheid. Ich habe zwar keine Matrix, aber... Wofür brauchst du denn Matrix? Du siehst jetzt auch Bescheid nicht so zu sagen. Aus. Ach so. Du hast einen Klingelknopf für den Doc. Yay. Kann dir zur Not auch ein Comlink mitbringen, so ist es nicht. Aber es gibt bestimmt nur eins hier. Ja, mein Comlink ist ja theoretisch auch beim Doc. Fragst du Doc einfach und alles gut? Soll ich ihm Bescheid sagen? Ich frage ihn gleich selber. Okay. Alles klar. Dann. Ich schau morgen nochmal rein. Danke. Wenn du Lust auf einen Burger hast, gut durch. Ja. Sie legt dir also auch mental den Finger in die Wunde. Man merkt es. Aber ich kann ja gar nicht schon schuld sein, weil ich bin ja ein perfekter Koch. Jeder weiß das. Ja, die anderen hatten halt nur kein Fleisch. Also kein echtes. Verstehst du? Ich kann das gar nicht gewesen sein. Ja. Denn? Aus Gründen. Ah. Weil halt. Du klingelst nach dem Doc. Das machen wir jetzt noch. Er kommt rein. Alles klar bei dir? Was geht? Mit dem Pad kannst du auch Fernseher anmachen, ne? Also Tritt. Okay, wie ist mit Matrix? Nee. Das Problem ist folgendes. Schreiben und so Fernbedienung halte ich noch für okay, wenn du nicht zu viel schreibst, weil es ist halt alles super anstrengend und du hast ja Schmerzen, wie ich sehe. Ne? Du warst jetzt 3 Wochen weg, also 3,5, völlig weg. Dein Körper und dein Gehirn sind noch nicht vollständig ans DNI gewöhnt. Und also du musst dich erstmal wieder völlig neu dran gewöhnen. Das wird wieder, wie als hättest du es zum ersten Mal, du musst dich halt neu dran gewöhnen, du musst es neu lernen. Das ist super anstrengend, das sehe ich absolut nicht, dass du das jetzt machen solltest. Du wirst sowieso viel schlafen müssen. Ich meine, du kannst nicht mal essen zurzeit und nicht scheißen und nicht pissen. Ne? Da sind Schläuche in deinem Körper und zwar an vielen verschiedenen schönen Stellen. Ich wechsle die auch gerne meiner. So ist es ja nicht. Aber du kannst halt, Matrix ist es Quatsch, weil du kannst es nur tippen und deine Hände werden das nicht lange mitmachen, beziehungsweise deine Arme. Und Sprachsteuerung? Ist auch so eine Sache. Scheiße. Wieso, was brauchst du denn? Ablenkung? Dieser Tritt? Den ganzen Tag Pornos ist scheiße. Das funktioniert nicht. Was ist denn mit dir eigentlich? Achso, ja, stimmt. Nee, war ein Scherz. Naja, ich meine, also ich fange wirklich ein bisschen an zu lachen und huste dabei wieder übelst und hab übelste Schmerzen. Junge, übertreib's nicht. Du solltest erstmal kurz eine Weile Angst vor zu viel Spaß haben, würde ich vorschlagen. Na, ich habe nicht einen ganzen Tag Patienten, ich kann öfter mal ein bisschen mit dir chillen. Okay, danke.
Ja, kein Ding, Alter. Ansonsten, leider muss er vorne ausgucken oder irgendwas anderes. Okay. Und die Puppe kommt ja offenbar ab und zu mal vorbei. Die Frage ist, was mit deiner, mit der anderen Frau ist. Sie lebt jedenfalls noch. Alles wird gut. Muss ich mir Sorgen machen, dass ich die hier reinlasse, einfach so, so, also die Jojo oder... Jojo ist gut, die andere. Schwierig. Ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das ernst meinst mit dem. Jojo hätte sich vielleicht auch so drum kümmern können mit... Alles gut. Scherz. Ja. 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 Du ruinierst gerade meinen Ruf, Karan. Lass das. Er ruiniert deinen Ruf. Ich hab doch gar nichts gemacht. Nö. Ich hab nur gesagt, dass das ein Scherz war. Mitbekommen. Dass sie nicht einfach alle tötet. Du hast schon Arme abgetrennt, als du dich noch als normal bezeichnet hast. Ja. Das hat aber... Das hatte absolut nachvollziehbare Gründe. Ihr kennt das alle, manchmal ist einfach die Zeit, da muss man so einen Arm abtrennen. Und wenn man dazu drauftreten aber muss, wäre meistens Hände auf, muss das sein. Ich hatte Hunger auf Hände. Vielleicht waren da auch einfach Daten in diesem scheiß Arm. Und vielleicht musste ich den dann in die Gefriertruhe legen. Aus Gründen. Ja, weil ich nicht an die Daten rangekommen bin so schnell. Und überhaupt sind in ganz schön vielen Armen Daten drin. Da ist immerhin die ganze DNS gespeichert und das ist ein unheimliches Volumen von mehreren Terabyte und die müssen eigentlich alle ab. Die sollen ihre Finger bei sich behalten, ja. Oder du behältst sie bei dir. Genau. Oh Gott. Ich erinnere dich nochmal gerne an der Stelle, warum jeder denkt, du bist ein Monster. Ich hab schon viel. Bitte gib mir so eine halbe Pille oder ich werde diesen Typen rösten. War die Ansage, als du nur mit einem Elfen tanzen solltest. Dein Ruf, meine Liebe! Das hat nur Karban gehört. Na gut. Außerdem habe ich ihren Ruf ja quasi gerade wieder gesagt, als ich gesagt, das wäre ein Scherz. Obwohl, ja, damit habe ich wahrscheinlich ihren Ruf mehr demoliert als. Nee, der ist. Nee. Doch, jetzt glaubt ihr, dass sie einen Scherz machen, wenn sie sagt, sie würde jemanden umbringen. Ja, aber der redet einfach nicht über diese Frau. Man sollte einfach nicht immer erwähnen, dass man mit einer Gang zu tun hat, die in dem Stadtteil, wo man jetzt ist, überhaupt nichts zu melden hat. Weil da sind das halt stimmt. Andere Gangs, die was zu melden haben und das ist nicht so der beste Shit. Und Jojo war so nett, als sie bei ihm war. Jojo, ja. Beauty. Unabhängig davon. Karban hat ja... Zeiten, wo er sich einfach ein bisschen mehr zudröhnen muss mit Schmerzmittel, wo er einfach ein bisschen dämmert, dann hat er viele Zeiten, wo er schläft, hat er ein bisschen Tritt. Man hat ja während der Trittzeiten, weiß ja, ich meine, es gibt Kanäle, die kannst auch du dir angucken und so weiter, aber man hat ja doch mal ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr wurmt es dich, dass du nun so lange ans Bett gefesselt bist und nichts, aber auch gar nichts, aber auch überhaupt nichts erreicht hast, nachdem du all diese Hunderttausenden von Nuyen investiert hast, all die Zeit und das ganze Risiko und du hast nicht einen von ihnen getötet. Das weiß ich nicht, aber ich habe ihn wenigstens schwer verletzt, ist auf den Boden gefallen. Und der Troll war auch verletzt. Das fühlt sich gut an, dass die beiden verletzt waren, aber ich hätte sie lieber tot gesehen. Obwohl, ich weiß, dass das doof war. Ich hätte mich zügeln müssen. Und das ärgert mich mehr. Weil dann hätte ich mehr von denen töten können. Gegen diese Argumentationskette ist nicht einzuwenden. Ich weiß. Dann hast du auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ja, es ärgert mich. Es ist sehr, ich bin sehr von Selbsthass gerade zerfressen. Mm. Also halb Hass nicht, aber... Das geht mir runter wie Butter. Mhm. Zum Abschluss dieser Folge. Jojo hat es gesagt und ich habe es gesagt. Das ist das böse Wort mit V. Möchtest du es auch einfach nochmal gern brüllen? Vendetta! Sehr schön. Jojo würde ich auch öfter noch besuchen, so ist das nicht. Ja, wir machen dann nächste Folge, damit geht es nächste Folge noch ein bisschen weiter. Also das Leiden mit Freya, ich finde, da ist Potenzial gegeben. Hast du richtig Bock drauf, oder? Entschuldige bitte, aber ich muss dass ja... Dass ich meine Vendetta auch voll völlig versagt habe? Vendetta! Entschuldige bitte, aber was soll ich denn tun? Das war halt... Das war super geplant, hallo? Ich hatte voll den epischen Plan und Durchblick. Ach, du hast es nur nicht begriffen. Was kannst du dafür, dass der Spielleiter das also nicht macht? Also ich sag's mal so, Maya.
Wenn du halt nochmal auf diese Art quasi an die Sache rangehst, dann bin ich mir halt nicht sicher, ob ich dich nochmal Edge verbrennen lassen darf. Weil das erste Mal mit dem Nachteil, das erste Mal, weil wir auch eine schöne, sehr schöne Staffel jetzt damit hatten mit dem ganzen Karban-Shit nach dem ganzen Billy-Shit, sehe ich es ein, dass man da, wenn man stirbt, Edge verbrennen kann. Aber wenn du jetzt halt nochmal auf die Art da rantrittst. Also was ist was anderes? Also wenn du zum Beispiel einfach auf der Straße rumlatscht, dann siehst du so einen Typen, der so ein Tattoo für den Söldner hat und du machst den platt. Bam. Okay, safe. Alles cool. Aber wenn du halt nochmal eine größere Aktion planst in Richtung der Söldner und die ist halt ähnlich wie diese, nur bis zu einem gewissen Punkt organisiert und alleine und so, dann weiß ich nicht, ob ich sagen kann, okay, der Moloch rettet dich, oder ob ich sagen muss, mach dir schon mal einen neuen Charakter. Ja, ich weiß. Verstehst du wie? Ja, aber ich trotzdem, ich fand das alles ein bisschen viel zu schnell. Ich hatte viel zu wenig Kohle dafür. Und ich mag doch Karban. Nee, Karban ist der Beste. Ich liebe den. Wirklich. Ich muss Ruf auf den. Naja, das sowieso. Das habe ich ja verpasst. Ja, du kamst halt zu spät. Jetzt ist da schon eine andere. Naja, ich sag mal, in einer langjährigen Beziehung, wenn das nochmal langjährig ist. Bei ja, halt, dann braucht man halt auch mal was anderes. Genau. Was hat Asitoni gesagt? Es der war nicht so Vendetta, es war gesagt. Männer brauchen Abwechslung. Besser nicht, sonst kratzt Flyer mir die Augen aus. Die nehmen die Kohle an. Und dann muss ich mich um sie kümmern. Erst nimmst du ihm den Freund weg und dann musst du dich um die kümmern, das ist aber hart. Nimmst du ihr den Freund weg? Nee, sowas meine ich nicht. Ich liebe solche Sätze. Die sind halt immer so richtig dumm. Ja. Der hat mir die Torte ausgespannt. Ist halt echt doof, dass sie so ein willenloses Wesen ist und sich dagegen nicht wehren konnte, alter Scheiße. Richtig. Und dass er auch nichts dagegen tun konnte, weil er ja nichts zu bieten hat und so. Das ist so wie mit Schrödingers Asylanten. Hey, sie klauen unsere Jobs und sind zu faul zum Arbeiten. Das ist halt so. Beides richtig schlimm. Das ist, ne? Und sie können kein Deutsch und verschlingen Ressourcen, also Geld, wegen der Deutschlernkurse, die wir ja bezahlen. Das ist auch ganz schön kacke. Juti. Vendetta hat man gesagt, dann würde ich sagen, wir machen jetzt Schluss. Vendetta! Es ist genau perfekt gelaufen. Karban knallt weiter auf die Leute und wird letztlich einfach nur übelst sinnlos zersäbelt. Und Jojo hat auch noch die epischsten Würfe, um da einfach rauszukommen. Richtig gut. Ich hatte es mir ja minimal anders vorgestellt. Was ich dachte, ist, dass er irgendwann noch näher rankommt, um besser beobachten zu können. Und da waren halt irgendwelche Löcher mit gespanntem Monodraht drin. Und da hätte man reinfallen können. Und dann hätte er halt einfach mal irgendwie 74.000 K bekommen, weil Monodraht ja echt ein bisschen fies ist. Und dann hätte man das natürlich auch bemerkt, weil er A, vermutlich schreit vor Schmerz und B, Sensorik ist möglich, sage ich mal. Und er hätte diese Löcher auf keinen Fall gesehen. Die waren ganz gut versteckt, da habe ich ganz gut gewürfelt. Das wäre so meine Idee gewesen. Der geht einfach noch näher ran und bevor er auch nur irgendwas macht, zack, halbe Fuß ab, tot. Aber so ist auch okay gewesen. Ich habe das ja hier am Ende der Folge schon gesagt. Wenn er das nochmal so macht, lasse ich ihm das auf keinen Fall nochmal durchgehen. Ich fand's witzig. Letztlich, deswegen habe ich es jetzt so durchgehen lassen, es war auch das erste Mal, dass er gestorben ist und die Episode, Staffel war auch einfach so lang, ich wollte das jetzt nicht noch zwingend übelst lang in die Länge, also noch länger hinauszögern, indem ich sage, Karban, durchdenke doch nochmal bitte deine aktuelle Planung, denn die ist quasi nicht vorhanden. So, ne? Ja, er muss halt einfach auch mal dran glauben und endlich den Club der Mills Brothers joinen und ja. Nicht?
So halt nicht nochmal. Wenn er nochmal von einem Moloch gerettet wird, dann sollte das schon wirklich aus anderen Gründen sein, wie zum Beispiel eklatantes Würfelpech oder so ein Scheiß. Oder halt weniger Dummheit. Was einigermaßen Kluges machen, wenigstens nachdenken, und was nicht bedenken oder was nicht wissen, weil sie einfach Pech hatten, okay, aber so das machen wir nicht nochmal. Zu Jojo. Und der Sache mit dieser Rippe. Ich habe sie gefragt, was eigentlich gerade da so vorging. Ich hatte da eine Vermutung, die wurde bestätigt. Ich teile das gern mit. In der aktuellen Situation, die da war für Jojo, mit Krieg und schon wieder einer ihrer Freunde, Dode quasi, denn Kerban war ja am Ende, hat das Gehirn etwas sehr Kluges gemacht. Das Gehirn ist ja oft klüger als wir selbst. Und hat Kerban depersonalisiert. Kerban war also dann ein Ding, das man transportiert hat. Und wenn bei so einem Ding etwas kaputt ist und etwas anders ist als sonst etwas hervorsteht, dann kann man als neugieriger Mensch ja auch mal dran fassen. Pieks. Und deswegen hat sie halt auch mal gesagt, er soll die Fresse halten. Denn Dinge, es spricht nicht. Das Paket ist ruhig. Das finde ich gut. Da schützt sich das Gehirn ganz akkurat vor weiterem Zerfall, vor schmerzlichen Erfahrungen und Erlebnissen. Und Jojo ist halt sowieso vollkommen durch. Ausgezeichnet. Was gibt's noch zu sagen? Ich denke nichts. Also die Staffel war ja jetzt super lang. Tatsächlich. Also wir haben ja irgendwie das Dreivierteljahr dran gespielt. Und ja, jetzt ist Ende. Jetzt kommt dann mit vermutlich, wie gesagt, einer Woche Pause die 10. Staffel. Und da wird, ja, da werden halt auch wieder so Sachen sein. Ja, krass, ne? Da werden einfach wieder so Sachen sein. Ne? Noch spezifischer kann ich gar nicht werden und deswegen höre ich an dieser Stelle auch auf. die Musik ist von Joe Chap, hörte das letzte Mal mit dem Lied Russian Style auf dem Album Great Style. Das ist auch gut. Es ist wirklich schnell schwierig auszusprechen. Aus irgendeinem Grund habe ich mir das Bedürfnis, das schnell zu machen. Für alle rechtlichen Sachen in Videobeschreibung, Intro-Beschreibung auf jeden Fall, klar. Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach ja, das heißt, ich bin ja richtig dumm, ja mal. Wenn wir eine Woche Pause machen, ne, heißt das ja zwangsläufig, es gibt eine Woche lang keinen Sonntag. Ich habe das ja mal auf WordPress länger erklärt. Das heißt, wir sind ja ein arbeitgeberfreundliches Ding, eine arbeitgeberfreundliche Gemeinschaft. Das heißt, ihr geht sonntags gefälligst arbeiten, denkt immer dran, strengt euch richtig an. Es gibt genug Leute, die auf euren Posten warten, ja, und ruht euch da nicht aus. Da muss auch mal, wenn keine Folge von uns kommt, ist kein Sonntag. So, bis zum nächsten Mal.